Ja. Hi. Sehr merkwürdig ist nur, wir sehen niemals dieses Schloss und niemals dieses Pferd im Spiel. Toll. Jo, gut. Zwei Herzen fehlen noch, also ein Boss. Nein, wir sind doch schon hier, ich wollte doch sagen. Ja. Doch, 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 alles gut. Nichts mehr von wegen Reihenfolge. Das antike Grabmal. Ich hatte doch im Kopf, dass wir irgendwo in einem Dungeon geendet haben, aber jetzt hatte ich gerade in Erinnerung, war der Dungeon vielleicht einfach der Turm und ich habe das jetzt verwechselt, aber dann ist gut. Dann ist gut. Schön. Diesen Zelda-Teil kenne ich gar nicht. Es gibt zwei davon, Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Oracle of Ages ist super gut. Oracle of Seasons ist gut. Also wirklich gut. Aber Oracle of Ages, das, was wir hier gerade spielen, hammergutes Spiel. Lächerlich gut. Für gerade die Game Boy Color-Zeit damals. Unglaublich. Unglaublich. Oh, diese schönen Geisterleins. Verrecket alle. Machen wir erstmal alle tot, aber ich glaube, es kommen unendlich viele. Was war denn das für eine Hitbox? Böser Geist. Ja, die gute Berliner Hymne. Die kommt immer mal wieder. Gerade aber, wenn ich spiele. Lausche der Stimme deiner Klinge, wenn sie gegen Mauerwerk geführt wird. Das sagt er jetzt. Und ich glaube, wir hatten schon zwei Mauern in dem Spiel, wo dieser Ton hatte. Können wir jetzt kein gutes Beispiel geben? Nein? Das war wohl nicht wahr. Was? Wir machen mal Licht an. Vielleicht kommt dann Licht ins Dunkel. Bin in der Tat verwirrt, verwundert. Okay, gut. Flupp-di-Flatsch. Das wird ja gleich aber trotzdem wieder dunkel, nicht wahr? Kann ich euch hier wegschieben? Warte. Habe ich einfach schlecht gehört? Schreckliches Geräusch. Okay, dann in dem Raum unter uns. Hier geht ja dann gar nicht anders, oder? Bitte. Vor allen Dingen, weil wir hier auch Bomben gefunden hatten in einer der Krüge. Ich habe doch gerade erst angefangen mit dem Dungeon. Du, Max, du brauchst ungefähr nur noch eine Stunde. Ah. Ja. Ganz genau. Jetzt bleibt hier auch wieder dunkel, ja? Dann bist du ja lustig. Ich habe hier alles abgesucht. Vielleicht mal die Statuen einfach testen. Ah, okay. Oh, Entschuldigung. Ja. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe das komplett überlesen. Jo. Kommt erstmal weg. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Ripley. Vielen lieben Dank. Sorry. Nicht davon beeinflussen lassen. Der passt. Nee, das passt nicht. Da, sowas passt nicht. Dann gucken wir mal, ob vielleicht hinter einem dieser Krüge irgendetwas liegt, was wir dann brauchen. Du willst mich doch wirklich verarschen. Hilfe! Zwei Räume!
wenn man das hier überhaupt als Raum betiteln kann. Zwei Räume bin ich weit gekommen heute. Ne. Es muss hier sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe auch nicht irgendwie einen Pixel daneben gehauen. Ne. Das ist nicht wahr. Gut, ich steck fest. Geil. Gehen wir mal raus. Vielleicht meint das Spiel ja, ich muss außerhalb einen anderen Dungeon-Zugang finden. So hier so. Okay, warte. Hier so. Verändern wir die Zeit. Aber... Ja, kommen wir irgendwo anders hin. Das ist aber auch bescheuert. Ne. Werden wir wieder daran gehindert. Das ist doch scheiße, Mann. Antikes Grabmal. Kann ich hier in der Zeit reisen vielleicht? Es tut mir gerade wirklich so leid, dass ich hier hänge. Und ich meine, ich habe schon andere Wände immer mal wieder mit dem Schwert abgesucht, um geheime Bombenwege zu finden. Das ist wirklich scheiße gerade. Das ist auch für mich nicht schön. Für euch zum Zugucken, dass ihr euch denkt, oh, MG, so easy. Habe ich es falsch verstanden? Höre auf den Klang das Schwert gegen die Wand. Lausche der Stimme deiner Klinge, wenn sie gegen Mauerwerk geführt wird. Ja, toll. Ist jetzt auch nicht so umständlich geschrieben, dass man es falsch verstehen könnte, sondern ich drücke hier einfach mal weiter. Kann doch wirklich nicht sein. Kann doch nicht sein, oder? Hilfe. Klar, kann man riechen. Klar. Das hätte ich riechen können. Gott, ich hasse es. Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Bonaparte. Ich liebe... Bonaparte. War mit Absicht, das weiß ich. Vielen Dank. Oh, wo sind hier noch mehr Hände da? Wo sind noch mehr Grabscher? Gut. Weitere Grabscher? Gut. Eieiei. Ich danke dir aber für 5 verschenkte Subs, wirklich. Vielen lieben Dank. Aber der Moment war perfekt gewählt, mein Freund. Das war geschenkt, schön. Das ist ein einfacher Dungeon. Wir hatten hier Probleme. Dicke Fresse Max. Wir gucken mal die anderen Wände ab, ja. Ich glaube, es reicht ja, wenn man so dagegen schlägt. Weil das war zumindest bei der einen Wand eben gerade so, als wir... Genau diese Wand nehme ich. Da mussten wir auch nur gegenschlagen und nicht dieses Gegenpuppen. Schnupp, schnupp. Da oben werden Bomben drin sein, höchstwahrscheinlich. Das heißt, ich werde erstmal die Bomben hier ausgeben. Damit der Weg auf ist. So. Nichts dahinter. Und... keine Bomben, gut.
Okay, der Dungeon funktioniert komplett anders als alles, was ich bisher gelernt habe. Gut, dann gucken wir mal unter dieses kleine Schnubbelbubs. Ich wünsche dir, mein Lieber, der rote Kommunist. Ja. Viel Spaß bei Hollow Knight. Großartiges Spiel. Und nach der Gamescom irgendwann können wir uns ja auf Silksong freuen. Och, da freue ich mich massiv drauf. Oh, geil. Oh, geil. Schön sieht's aus. Dann schauen wir mal. Können wir die Dinger verschieben? Nope. Nope. Wollte erstmal gucken, ob irgendein Schalter irgendwas schon mal macht. Und wenn wir den erstmal dahin bringen. Da komme ich nicht rüber. Gut. Hast du eigentlich schon mal Medieval gespielt? Im Stream. Und es war wunderschön. Seht ihr das? Im Stein? Wenn ich das hier mache? Ich kann es nicht erkennen, was es ist. Gut, müssen wir mit dem Schwert hier, glaube ich, erstmal rumsuchen. Hast du Graveyard Keeper gespielt? Gar nicht mein Spiel. Gar nicht mein Spiel. Das geht mir wirklich komplett vorbei. Dauert mir alles zu lang bei Graveyard Keeper. Oh nein. Ja, shit. Dann machen wir mal einfach die Fackel an von hier aus. Das ist jetzt das Letzte, was mir einfällt. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das hier irgendwo anders hinstellen. Ach so, ich nehme an, alles klar. Gut, ich glaube, ich denke, dass alle gleichzeitig gedrückt bleiben müssen. Aber es reicht eventuell. Wenn wir so machen und ich stelle mich jetzt einfach hier rauf. Das ist ziemlich geil. Oh, ich liebe Gameboy dafür. Weil man sich so schön vorstellen kann, auch wie das ausgesehen hat. Also in Wirklichkeit, weil die Grafik halt so minimal ist, wird halt deine eigene Vorstellungskraft ein bisschen mehr beflügelt. Das sah so, oh. Schön war das. Schön. Gehen wir erstmal da lang, gut. Oh, Geister. Hm. Ihr bösen Schreckgespenster. Weg, weg, weg. So, wohin? Nö. Das war mein Lieblingsrätsel. Gehen wir mal runter. Das fand ich jetzt sehr schön. Es lässt sich von... Oh. Yeah, eine Karte, cool. Danke, ciao. Mist. Okay, jetzt können wir ja zurück und auf der rechten Seite, wo wir gerade herkamen, quasi den Schlüsselblock aktivieren und da weitergehen. Oder erstmal hier lang gehen. Bringt uns noch nichts. Ich glaube, wenn wir den guten Freund nach hier drüben bringen, das wird ja nicht so bleiben. Da oben ist auch nichts. Da drüben ist nichts. Nee. Dann geht's einfach zurück. Das ist doch ein Spiel, das hat in Wirklichkeit gar nicht ausgesehen, weil alles erfunden ist. Aber du siehst ja dennoch das, was erfunden ist, weil das ist ja wirklich, was du siehst. Weißt du, wie ich meine? Das ist schwierig. Oh, Moment, 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 Moment. Nope, okay. Jetzt hier jede Möglichkeit eines kleinen Geheimnisses, eines überflüssigen, unsichtbaren Ganges, alles... Abtasten. Schrecklich. Alles angucken. Böse, böse. Auch immer alle Gegner töten, weil noch haben wir nicht den Kompass, noch wissen wir nicht, ob irgendwo in einem Raum nicht alle Gegner getötet werden müssen, damit du eine Schatztruhe oder so bekommst. Deswegen töte ich immer noch fein vorsorglich alles Mögliche an Gegnergekräuch. Machen wir mal so. Wir könnten... Ich könnte jetzt zurück. Ich gehe erstmal hier lang weiter.
Und schon den Kompass. Okay. Gerade noch darüber geredet. Endboss-Schlüssel. Einfach mal in den Raum werfen, mal gucken. Genau. Kein Problem. Ach, die Musik in dem Dungeon ist auch... Also, ich finde die... wesentlich angenehmer als im zweiten Dungeon, die schlimme Musik. Dann gehen wir mal wieder weg. Ich glaube, die Bild-Zeitung hat darüber berichtet, wie akkurat Zelda-Spiele Ereignisse in der realen Welt widerspiegeln. Bist du doof, ey. Ben Solz, hey, schön dich zu lesen. Bist du blödi. Schön. Oh, oh. Oh. Du, wer hat wohl den Schlüssel? Wer hat wohl den Schlüssel? Oh, wer könnte den Schlüssel haben? Wer hat den Schlüssel? Was? Wo kommt der her? Schön. Wie unauffällig. Sehr nett. Sehr nett. Kommt heute noch Minecraft nur ganz am Ende, nur angeln, wenn ich aber mich verabschiede und Unterstützung vorlese. Der ganze Stream heute ist kurz. Ansonsten kommt morgen Minecraft und am Samstag. Da haben wir nix. Dies ist lecker allerhand. Machen wir so. Und wieder rum. Oh, Moment mal. Können wir? Gibt es eine Möglichkeit? Nee. Weil hier auf der anderen Seite, da oben links ist jetzt ja nämlich auf. Ich gucke nur gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwie darüber oder runter zu kommen, aber gibt es leider nicht. Nope, alles klar. Ist dein YouTube-Kanal inaktiv? Ja. Relativ sehr. Ja. Ufts. Optimale Geschmacksvertötung. Jetzt sag mir nicht, dass das mit dieser einen unsichtbar brüchigen Wand nur an dieser einen Stelle war, Spiel. Jetzt sag mir das bitte nicht. Hochgradig gemein. Das ist ja wirklich fies. Das ist ja super fies. Okay. Das ist ein sehr angenehmer Dungeon irgendwie bisher. Passiert nicht allzu viel, nicht allzu schlimme Gegner. Relativ noch übersichtlich. Mal gucken. Ich habe halt so schlechte Erfahrungen aus dem Wasser-Dungeon, der halt wirklich fast schon brachial unangenehm war. Und dann hast du hier das. Ah, okay, jetzt kommen schon schlimmere Gegner. Sehen Sie mal. Davon habe ich gesprochen. Das sind die Herren tot. Oh. Aber, Moment. Doch. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Ich will nur kurz gucken. Haben wir hier irgendwas Schönes drunter oder eventuell dahinter als geheime Wand? Weil wenn hier Bomben sind, weißt du? Ich wollte sagen, weißt du? Da weiß ich doch schon, was zu tun ist. Das ist doch wohl nicht wahr. Das Spiel trickst mich aus und ich fall drauf rein. Hallöchen, Surasan. Einen wunderschönen guten Abend dir. Einmal so. Einmal so. Und dann hier rüber, da lang so. Und genau hier rein dann. Gucken wir mal. Nope. Max hat einen YouTube-Kanal? Nein. Ja, nein. Ach, reden wir nicht drüber. Es ist allen Beteiligten unangenehm. Okay. Du musst gegen die Wände stoßen, sonst kannst du lange suchen. Ey, das hatten wir vorhin nicht. Da mussten wir nicht gegen die Wand stoßen, da konnten wir schlagen. Was denn das? Was war denn das für ein Wesen da draußen? Bevor wir runtergehen, gehen wir erstmal hier runter. Und gucken, haben wir hier irgendwas? Nö, haben wir nicht weiter. Gut. Tschüss. War das ein Motorboot? Du, ich glaube ja. Da ist jemand auf dem Schlauchboot durch Berlins Straßen gefahren, wie es klang. Schrubbel, schrubbel.
Ich mache das so, wie das Spiel mir das einmal gezeigt hat, wie man das machen soll. Weil das hat da geklappt an der Stelle. Probier es bei Clipfish. Ey, wir wollen nicht fies werden, okay? Es gibt Grenzen, Freundchen. Das sieht so aus, als wenn wir in der Mitte eventuell irgendwie runterfallen könnten. Hm? Vorsichtig. Nö. Sieht gar nicht so aus. Wofür? Wofür ist das? Hä? Warte, warte, warte. Damit wir hier ganz in Ruhe die ganzen Wände jetzt abchecken können, machen wir erstmal da. Oh, wunderbar. Das wird dauern. Ein großer Raum für mein Schwert. Hi. Bei StudiVZ? Ich bin doch bei StudiVZ. Ehrlich jetzt? Werden Accounts da nicht irgendwann mal gelöscht? Kann doch wohl nicht sein. Kein Geheimgang. Jo, klar, tot. Oh, vielleicht auch mal zielen, Max. Okay. Welchen macht er? Er macht den Ball, gut. Nein? Hä? Wie soll ich denn das vorher erkennen? Ob Ball oder nicht? Okay, Ball. Nee, da weiche ich aus. Mach mal großen Ball. Ich bin der schlechteste Ball-Zurückwerfspieler auf der Welt. Nee, das klappt leider nicht. Oh, oh, was ist das denn Süßes? Oh, ich bin ein Baby. Oh Gott, wie süß ist das denn? Aber haben wir eine Maske auf oder was ist das? Ah! Was für eine geile Idee. Ich will öfter davon getroffen werden. Ah! Schlampi-Wumms. Hier nach unten. Genau. Bam! Ich hatte doch mein Schwert aufgeladen. Warum hat er nicht gewirbelt? What? Was? Was? Komm nochmal hier. Bam! Ha! Oh mein Gott, die Fledermaus macht einen Schaden von 1000. Scheiße. Ja, es wird nicht klappen so. Doch wird's. Schön. Aber ich, dass wir in so ein kleines Kind verwandelt wurden, fand ich toll. Und bei ihm die Idee, dass er halt in seine frühere Form, also in seine Kindsform verwandelt wurde, in eine Fledermaus. Ja, wunderschöne Idee. Wo ist der Ball? Welcher Ball? Wovon redest du? Nicht das böse B-Wort. Leute rasten schon wieder aus. Ich hasse, hasse es. Ich hab keinen Ball. Ich hatte noch nie einen Ball. Okay, wir müssen ja nicht mehr alles töten. Ansonsten hätten wir es gehört. Schwupp. Diese Särge. Das sollen doch so Sargophag-ähnliche Sachen sein. Oder vielleicht auch einfach nur Statuen von Altvorderen, die da liegen. Böses W-Wort? Bite and Magic? Bad, Bett, Bezug, Beutel? Ja. In genau dieser perfekten Millisekunde. Wo? Stirb, Pieks. Dieser kleine Pieks tot. Na, das wird dauern. Nein. Mist. Irgendeiner? Leider noch nicht. Hätte man das Rote etwas einsammeln können? Das war ein Teleporter zurück zum Eingang des Dungeons. Den kannst du dann quasi nutzen, wenn du zurück zum Eingang des Dungeons willst, um dir einen Weg abzukürzen. Oder wenn du rausgehst aus dem Dungeon und dann wieder reingehst, kannst du mit Hilfe dieses Teleporters wieder an diese Stelle, wo wir gerade den Boss besiegt hatten, dich zurück teleportieren. Also einsammeln nicht, aber wir hätten drauf gehen können. Aber ich wollte jetzt nicht zum Eingang des Dungeons zurück, weil dafür bestand gerade kein Bedarf. Nochmal sowas geil. Allerdings hier jetzt mit Löchern.
Etwas scheint in das Loch hineinzupassen. Ja. Ich bin ruhig. Es tut mir so leid. Ich bin so blöd. Ich glaube, ich weiß was. Vielleicht, wenn es klappt, nehme ich meinen roten Stab. Nein, okay, passt nicht. Mann, oh, was ist denn los mit meinem Kopf? Ich kann wirklich nicht ernst und erwachsen bleiben. Warum nicht? Okay. Vielleicht passt mein Schwert rein. Warte. Nein. Eine Bombe? Nein. Oh gut, dann haben wir wohl nichts anderes. Außer den Greifhaken und wir können was rausholen. Nein, okay. Es wird nicht besser. Es wird einfach wirklich nicht besser. Erstmal vor lauter Schock das alte Tauschspiel gespielt. Bums und Bums. Dann würde ich zwar dahin kommen, aber dann können wir nach oben und wir könnten auch jederzeit wieder zurück. Warum ist es so merkwürdig aber aufgebaut? Mit dem Ding dazwischen. Ist da etwa... Na, warte. Kein Geheimgang. Okay, gut. Mal ganz davon abgesehen, da ich nicht gewusst hätte, wie ich mich da hinein hätte bumsen sollen. Ich habe mich mehr erschrocken. Wäre einfach stehen geblieben. Weiterlaufen hätte mir Schaden erspart. Wunderschöne Gyptos. Drachenrose. 16 Monate dank Breitling. Ah doch, es geht rüber. Mein lieber Breitling. Vielen Dank für den Sub an Tonks. Vielen, vielen lieben Dank. Und Tonks, willkommen weiterhin zurück. Und immer wieder. Das ist verwirrend hier. Nischt. Jetzt habe ich auch mal wieder gegen gepiekst. Ich glaube, meine Frau ist auch gerade nach Hause gekommen. Okay. Geheimnisse, Popheimnisse. Huha, hu. Und springen. Ja, manchmal klappt's, manchmal nicht. Hey, ciao. Ula. Ne, geh mal weiter. Holala, ja, da. Gut. Besser als ein Gasha-Kern. Alles ist besser als ein Gasha-Kern. Und ich nehme auch alles lieber als ein Gasha-Kern. Ist das die große? Du erhältst eine... Oh. Eine Schiefertafel. Sie enthält viele altertümliche Schriftzeichen. Ich nehme an, wir brauchen noch drei weitere Schiefertafeln, damit wir in jedem der freien Slots um das große Podest herum, wo wir gerade waren, da eine Schiefertafel jeweils reinlegen. Oder wir können eine immer wieder austauschen. Das gucken wir mal. Ist es denn ein Gegenstand? Nee, genau, das ist ein Gegenstand, der ist hier. Auch mit einer Mengenangabe, was ansonsten so gut wie kein anderer Gegenstand hat. Also heißt das, jupp. Du musst ihn noch häufiger finden. Was ist? Hips. Erinnert mich gerade an Illusion of Time. Ton von... Oh, der Turm von Babel. Illusion of Time war so ein merkwürdiges Spiel weiterhin in meinen Augen. Und nicht unbedingt ein sehr gutes, aber... Es war einfach merkwürdig. Etwas scheint in das Loch hineinzupassen. Genau. Ah, vielleicht passt eine Schiefertafel immer nur an... Eine bestimmte Stelle. Bist du im letzten Dungeon? Jawohl. Genau, Gebell, Gebell. Gebell, Gebell kam ja auch vor. Das war auch was. Ups. Na, Töten tot. Wir haben ja so viele verschiedene Wege. Hier unten, oder? Nein? Gut. Der Dungeon ist so merkwürdig. Der hat so große Räume, aber das... Oh ja, euch kleinen Süßen. Aber da ist dann immer nichts drin in diesen Räumen. Das ist halt so niedlich, ne? Warte, komm so rüber. Genau. Tschüss. Dann machen wir hier auch gleich noch den da. Oh, schade, ich dachte, ich hätte ihn... Doch, ich habe ihn getroffen. Und dann dich. Huha. Halalala, Ding Dong. Weg, 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 weg.
nehmen wir das. Die sind wirklich putzig. Die sind so toll, die Kleinen. Kein Geheimraum. Steck ihn... Fleischi. Fleisch, du mit deiner Fleischeslust. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich muss hier... Diese blöde Eule am Anfang. Wenn die mir das nicht gesagt hätte, würde ich das, was ich jetzt gleich mache, nicht machen. Aber ich gehe jetzt wieder jede einzelne gottverdammte Wand ab. Es kann doch nicht sein, dass eine Eule mir einmal am Anfang des Dungeons eine Mechanik sagt, die nur einmal im Dungeon vorkommt. Das kann ich mir halt wirklich nicht vorstellen. Deswegen... Ich hoffe, dass wir irgendwann irgendwas finden. Ah, du musst auch mit dem Schwert richtig dagegenhauen. Mach ich ja. Mach ich ja. So hat es ja bei der einen Wand genau auch geklappt. Das war ja bei der ersten Wand genauso. Fang kann Liebe machen. Lang mit Wel... Ah ne, das war ich. Ficke Blase 50 Mark. Darf ich dir in Bezug auf die Eule was sagen? Du wirst mir ganz bestimmt sagen, dass sie das nur für den Raum meinte. Das will ich gar nicht wissen. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Er macht es immer noch falsch. Wieso falsch? Es ging doch beim ersten Raum genauso. Eiffel Metal. Und die Eule hat auch gesagt, ich muss dagegen schlagen. Nicht pieksen. Also es ging ja genauso. Ihr seid überhaupt nicht schlimm, ihr Kleinen, ne? Nein. Gut. Bomben kann ich unter Wasser eh nicht legen, also ist es egal. Wenn die Eule mir jetzt sagt, ey Max, du musst das übrigens nie wieder machen, das wäre cool, liebe Eule. Boop. Pfade erschließen sich, wenn steinerne Zeichen ihren Platz einnehmen. Schiefertafeln. Naja. Ja, Schiefer. Ja. Schlupp, schlupp. Oh, weia. Okay, wir können... Ich kann auch so machen. Aber wir können nicht darüber hinweg schwimmen. Also gehe ich erstmal hier hin. Wow. Hab vergessen, dass es wie Eis ist. Oh, ich hasse den Nixon-Anzug. So. Vorsichtig. Schrecklich. Erstmal hier gucken. Gegen die Strömung. Gegen den Spaß. Gegen alles. Ja, danke. Oh. Hilfe, Hilfe. Ich glaube auch, das Pieksen richtig ist. Sonst tönt ja kein Sound. Wenn der Sound sich verändert, ist dahinter etwas. Es war bei dem einmal so. Ich würde so gern zurückspulen. Oder jetzt auf diese Art und Weise eine Wand finden, die so richtig ist. Ui, toll. Gut. Haben wir den Weg aufgemacht. Geht's hier weiter. In dem Raum mit den drei Maschinengewehrzauberern waren wir schon mal. Deswegen gab's da jetzt nur ein Ui, toll von mir. Noch eine Schiefertafel. Gute Ding. Danke, Baby. Leute, ihr macht das richtig. So, das Pieksen war ein Muss in Link's Awakening. Ich werde es erstmal so weitermachen. Und vielleicht gibt es ja hier gar nicht mehr zu finden. Vielleicht gab es wirklich nur an dieser einen Stelle in dem Dungeon so eine doofe Stelle. 360 Räume mit Pieksen, ein Raum gegebenenfalls ohne. Hm, seltsam. Ja. Alte Spiele. Alte Spiele. Heute will er wohl nicht. Mehr der Ideen, was denn? Hast du in deiner Wohnung schon gegen alle Wände geschlagen? Nee, habe ich nicht. Hä? Heute will er wohl nicht. Hä? Was los? Was los? Was ein alter Sturkopf. Ja, aber wenn es doch auf die andere Art und Weise auch geklappt hat. Hä? iPhone Metal, hast du dieses Spiel gespielt? Zu 100% hast du nur gegen jede Wand gepiekst und nie ausprobiert, ob das Schlagen auch funktioniert. Beantworte mir diese Frage. Du alter Sturkopf, zurück. So. Da muss ich jetzt aber auch mal fragen. Du hast immer noch das Paddel, ich weiß. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich das tauschen kann. Und ich will es auch nicht wissen. Ich will es, wenn dann, selber herausfinden. Flupp.
Die richtige Antwort ist, niemand hat sich so viel Aufwand gemacht. Ja, leider. Leider. Geht auch streicheln. Wenn man die Wand streicheln könnte, ja. Da geht's nicht weiter. Da nicht. Ja, dann erstmal unten, gut. Und jetzt haben wir... Hier war nichts mehr. Aber hier jetzt noch links. Moment. Gott, das ist so viele Schiefertafeln noch. Genau. Oh Gott, euch. Wird das der einzige Raum sein, wo wir euch haben und ihr seid zu nix Nutze? Och, bitte nicht. Ich hoffe, ich darf mit euch Schalter aktivieren oder so. Och, die süßen kleinen Glopschis. Oh, hallo. Erstmal so. Und wieder dann rennen. Oh, hey, gut, gut, gut. Alles. Ja, genau, jetzt kommen wir hier rüber. Müssen wir uns merken, dass wir dann von dem Schiefertafelnraum aus nochmal nach links müssen. Weil wir jetzt sind wir erstmal den Weg gegangen, aber unten, wo wir den Schlüssel aufgemacht haben, sind wir direkt erstmal nach unten rechts gegangen. Aber ich muss noch in den Raum, wo wir den mit dem Schlüssel gemacht haben. So, hier haben wir das. So. Das geht auch. Ich höre nichts. So. Das ist nur ein Anzeigefehler. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich glaube es immer noch nicht. Ich hasse euch. Ist ja in Ordnung. Wir machen alle mal Fehler. Ich mache die meisten. Darüber lacht ihr. Und wenn ihr mal Fehler macht und sagt, ich bin doof, dass ich das falsch mache, obwohl ich es richtig mache, ist auch schön. Ne? So. Oh. Aber jetzt haben wir... Ich danke... Gut, dass diese Wand kam. Ich danke der Wand so sehr. Wirklich sehr. Ich gehe da jetzt auch noch nicht rein. Die Leute hassen mich. Geht das? Wenn ja, gut. Bin schon wieder versucht, jede Wand abzuklappern. Sup. Keine Angst, das machen wir auch ohne Wand. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen streamt man ja. Also ja, wirklich. Nein. Gut. Alles gut. Alles gut. Dumm nur, dass er unsere Fehler nicht sehen kann. Ich kann sie aber lesen, wenn sie geschrieben werden. Warte, das wäre halt... Okay, das wäre zu böse gewesen. Schlüsselchen, Schlüsselchen. Der Rowdy, erstmal in den Raum machen und alles kaputt. Das ist aber Link, das ist normal bei Link, du. Link kommt irgendwo in ein fremdes Haus rein und macht erstmal die mühselig zusammengesparten und vom Familienerbe zurückgeerbt bekommenen alten Vasen mit Omas Asche kaputt. Das ist normal. Das ist Link. Link ist der Mega-Arsch. Hier oben gab es nichts mehr. Hm, da können wir... Oh, da können wir rüber. Okay. Bevor wir dann die Farbe ändern, der Blöckis, machen wir erstmal so hier. Und schmutzeln uns mal hier rum rüber. Und dann geht's hier rüber. Ach nein, jetzt bin ich ja da. Da will ich ja gar nicht hin. Okay, zurück wieder. Ich hoffe... Oh nein. Nein! Nein! Ah, jetzt darf ich den Weg nochmal gehen. Geschieht dir recht. Weil? Sag mal, was? Darf ich mal, was? Geschieht mir was, weil wegen wen? Hasse Menschen.
hasse Menschen. Wie war das mit den Fehlern? Ja, aber ich habe nicht euch beleidigt dafür, dass ich hier... Mir wurde ja gesagt, wie dumm ich bin und dass ich schon wieder einfach nur, weil ich ein sturer Bock bin, eine falsche Sache mache. Ich bin hier nur mal kurz falsch gegangen, kommentarlos. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Das hätte ihr Preis sein können. Ja, die Zeit wäre mein Preis gewesen. Ich meine, noch lacht ihr. Ihr wisst ja gar nicht, dass der Stream heute gar nicht so lang geht. Witzig, ne? Wir wissen jetzt, was du letzten Sommer getan hast, vor 20 Jahren. Das wüsste ich sogar auch ganz gerne. Nein. Scheiße. Jetzt wollten die blöden Ritter nach oben. Nein, dürft ihr aber nicht. Dreht euch um. Ihr Kackstelzen. So. Schwupps. Der ist nicht drauf. Jetzt ist er drauf. Du hast Herkules geguckt, während deine Freunde woanders waren. In Prügelland. Während meine Freunde Spaß hatten mit fremden Menschen und deren Fäusten. Ja. Es war schön. Das hat uns richtig zusammengeschweißt, mich und meine Freunde. Oder die Leute, die meine Freunde zusammengekloppt haben, das weiß ich nicht. Aber, ja. Nehmen wir mal die Heilung, die uns hier gegeben wird. Oh, der Bumerang ist so Gold wert. Schwupps. Und jetzt wieder hier runter. Dann gleich da. Das dauert nur noch ein paar Stunden. Jetzt links, jetzt runter. So. Dumbi-dumbi-dum. Jetzt links. Schlangen. Meine kleinen Kopiermänner. Dumbi-dumbi-dum. Och Mann, dass die wirklich nur an dieser einen Stelle einmal sind. Das sind tolle Gegner. Mit denen kann man wirklich tolle Sachen machen. Es gibt ja einige Rätsel in anderen Zelda-Teilen. So, jetzt gehe ich wieder hier lang. Den Weg sind wir eben gerade nicht zu Ende gegangen. Deswegen machen wir dasselbe Spielchen jetzt nochmal. Dauert halt nur ein bisschen bei mir alles. Läuft das schon? Eventuell, ne? Ne, noch nicht. Durch! Zwirp, zwirp. Reicht, dicke. Schön. Dasselbe Spiel nochmal, dasselbe Spiel nochmal. Weil es so schön war, dachte ich mir. Okay. Einfach nochmal rüber. Hin. Das machen wir trotzdem, auch wenn es, glaube ich, nur springt. Hi. Bye, Lazeba. Genau. Ist halt immer noch die Frage, wie wir da an diese geile Schatztruhe kämen. Da muss dieser Scheiß hier halt weg, aber... Probieren wir es einfach mal. Mit einer Bombe. Auch wenn wir unser Schwert schon gegengeschwungen haben. Nope. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Keine Ahnung. Ghosty Summer, vielen, vielen lieben Dank für 7 Monate, Ghosty. Wunderschönen Abend hier. Dankeschön. Das waren die Schlangenzwillinge. Und da drum, oh Gott. Ja. Aber die habe ich leider, also, ich will nicht dasselbe mit den Schlangenzwillingen machen dann, wie mit euch. Also anders, nein. Oh Gott, wie das klingt. Die Schlange umarme ich. Nicht. Wollte ich. Oh Gott, ich rede lieber nicht mehr. Ist spät. Ist ein langer Tag gewesen. Hilfe. Pizza Hawaii? Schnell irgendwie. Ich spiele mal lieber weiter. Monster Boy schon durchgespielt? Nee, wir sind in der Geistervilla. Voll mit den geilen Geistervilla-Rätseln. Die Geistervilla ist wirklich der Wahnsinn. Da machen wir am Samstag weiter. Was? Nee, Happy Zwillinge, nix. Nicht was. Einfach, hä? Oh. Dann können wir auch wieder zurückgehen. Gut, wie komme ich dann dahin? Das muss doch irgendwie gehen. Jetzt mal wirklich, das muss ja irgendwie gehen. Aber anscheinend noch nicht von hier. Super, Max, super. Danke. Bitte. Doch, was? Nein, nichts. Nichts. Ihr fragt schon wieder. Ihr fragt schon wieder. Jetzt können wir denselben Weg übrigens nochmal gehen. Oh, ist ein langer Stream, ne?
Wirklich viel zu lange schon wieder. Och Mann, ey. So. Ich muss den Schalter aber in eine andere Farbe wieder bringen. Ach Gott, nein. Moment. Obwohl, müssen wir, glaube ich, gar nicht. Nee, müssen wir gar nicht. Alles gut. Alles gut. Ich schwöre es dir, wenn wir uns mal treffen, bekommst du so einen saftigen Klaps auf den Hinterkopf. Auf meine Glatze. Toll. Auf meine einzig unbefleckte Stelle. Ich wünsche mir jetzt die Vorspulfunktion. Ach du Scheiße. Jo, ich mir jetzt auch. So. Und jetzt hier lang. Wie schnell das geht. Und jetzt hier lang. Ja. Sehr gut. Wo bin ich denn hier? Moment. Moment, hier war ich ja noch gar nicht. Ist doch alles richtig. Hä? Cool. Leute, die sagen gerade so OMG und oh Mann, Max. Haha. Hier, kicke mal. Was der kann, der Max. Durch Zufall Räume finden. Hä? 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 Wie gut, dass wir einen Schlüssel haben. Oh, geil. Oh, das wird ewig dauern, wie gut. Guck mal, das müssen wir als Ende. Da müssen wir als Ende hin. Zum Ende. Ich kann nicht mehr reden, das ist immer ein... Chef hat auf Arbeit gemeckert. Also, da müssen wir zum Ende hin. Sehr gut. Das heißt, da ist der Weg da. Okay, das heißt, wir kommen also so rein. Und dann machen wir so. Und ich hab's verkackt. Gut, nochmal. Ist jetzt erstmal raten. Ist jetzt erstmal eine Menge raten. Ich mach mal so. Na, scheiße. Dann haben wir so. Fuck. Ja, fuck. Ah, shit. Wenn diese beiden Felder da nicht wären, dann hätten wir's. Diese beiden Felder nur. Gut. War aber nah dran. Ist schon mal ein relativ gutes Ergebnis. Genau, weiterlaufen. Wie hätte ich's hier gemacht? So. Jetzt ist die Frage, wir können natürlich auch mal probieren, unten lang zu gehen. Hier nehme ich. Ach, Kacke. Ja, dasselbe Ding nochmal umgedreht, leider. Gut, ich wollte erst mal gucken. Na, habe ich aber gerade falsch gemacht. Das klingt auch nicht gut. Das klingt wie ein Tamagotchi. Du hattest nie ein Tamagotchi. Tamagotchis klangen immer süß und immer liebes- und hilfsbedürftig. Tamagotchis waren, nein, sind perfekt. Wir können auch das so probieren. Warte mal. Warte. Da wäre doof. Dann mach ich so. Warte. Nee, dann kommt da auch nicht das Ende richtig. Scheiße, nee. Nee, ich hänge immer an dieser kleinen Stelle hier. Diese kleine Stelle ist es gerade bei mir. Anderen Weg. Ich muss einen anderen Weg dann suchen, gut. Bumm, dup, machen wir erstmal so. Dann gehe ich jetzt doch mal den unteren. Machen wir das hier. Ting. Nee, da würde ich mich selber festbumsen. Außer ich gehe so. Da komme ich aber auch nicht mehr raus dann, nee. Das war kacke. Weil so kann ich nicht machen, genau. Das ist Bullshit. Gut. Du hattest es fast. Ich weiß, wir hatten es am Anfang auch fast. Alles gut. Alles gut. Ist halt einfach ausprobieren. Zip.
So, ich muss jetzt nach links. Ich muss jetzt nach oben. Jetzt muss ich nach links. Machen wir so. Ne. Schon wieder eine Stelle frei. Das ist ein riesen Kackspast. Puh. Das dauert. Der Torti, vielen lieben Dank dir. Selber Dankeschön. Ich guck einfach mal. Nope. Das ist schon verkackt. Warte. Das ist auch schon verkackt. Jupp. Also in die Richtung ist schon mal nicht richtig. Wir müssen am Ende, wie gesagt, nach links. Nach ganz links oben. Das heißt, diesen Weg gerade. Selbst das. Vielleicht. Gucken wir mal. Warte. Ah, nee. Ist ja, ja. So, jetzt habe ich aber die oberen beiden da, lieber. Oh, wieder fehlen zwei. Ist das eine Kacke? Jetzt fehlen wieder die zwei. Jetzt fehlt aber oben. Mai! Mai! Oh. Arschloch. So. Sah aber ansonsten ganz nett aus. Deswegen, ich würde es ganz kurz bis dahin nochmal machen. Und es hängt halt bei mir an dieser unteren Stelle da. Die ist super, super dumm. Super, super dumm. Dadurch würde ich mir den Weg dazu bauen. Wenn ich von da darüber komme, habe ich keinen Rückweg. Wenn ich da so mache, ist scheiße. Da komme ich dann wieder dahin, das ist kacke. Diese Stelle hier, die ist links von mir, ist so doof, ey. Ist so doof. Ich glaube, an das Herz der Kacheln. Ich glaube, an das Herz der guten Kacheln hier. Aber. Kannst ja nicht so. Kannst ja nicht über Kreuz. Das funktioniert nicht. Das fühlt sich halt so gut an, wenn ich bis dahin komme. Und dann kommt wieder diese Kacke. Das ist eine Scheiße. Das geht nicht auf, das geht nicht auf, das geht nicht auf. Da bleibt was übrig. Moment, da bleibt was übrig. Wenn ich so mache, bleibt was. Scheiße. Selbst da bleibt was. Da kann man nicht zurück. Nee. Hier sind wir festgefahren. Also in meiner Logik, egal was ich hier mache gerade, wir könnten es hier nicht mehr retten. Nope. Das ist tot. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Ich gehe gerade alle Züge durch, die mir irgendwie dazu verfügen. Oder ich probiere alle Züge durchzugehen. Vielleicht übersehe ich auch irgendeinen sehr logischen. Aber hier ist tot. Hier ist tot. Was, wenn du in der Mitte bleibst oder dann gerade weitergehst Richtung links? Guck mal. Was? Wenn du in der Mitte bleibst, aber dann... Na, du kannst ja nicht in der Mitte bleiben. Direkt vor dir ist ja eine Statue schon, wenn du reinkommst. Kann man da springen, um sich quer zu bewegen? Nee, nee, du musst... Die müssen immer von Kachel zu Kachel. Deswegen meine ich, du kannst ja auch nicht schräg machen. Der Anfang ist gut, du machst halt immer denselben Fehler. Ja, hier unten, also der Fehler liegt bei mir hier unten links, in dieser Ecke. Da komme ich von der falschen Seite an, nämlich ich komme immer wieder von dieser Seite hier an, sodass ich diesen Weg gehe.
Und das ist falsch. Ich müsste eigentlich von... Mopsi! Hallo. Bin gleich da. Zelda. Ich streame. Ich mach weiter. Ich schmutze und rätsel. Ich liebe dich. Mach mal. Dankeschön. Ja, Michi hat gekotzt, aber von Trockenfutter. Der kann dann das Futter irgendwann bekommen. Bald, wenn er will. Ja, ja. Ja, ja. Das heißt also, ich muss ja quasi das machen. Aber. Ja, das ist ja das Bescheuerte. Guck mal. Also ich müsste entweder hier rauskommen. Weil hier so reinzugehen, macht mir alles kaputt. Wenn ich von hier reingehe, ich muss den unteren ja dann mitnehmen. Und ich kann ja nur von hier reingehen. Das heißt, dann kommt der untere, dann kommt als nächstes immer der Schritt, dann der Schritt. Das ist ja dann Schwachsinn. Weil zurückgehen ist ja nicht mehr möglich. Und das ist halt die Scheiße an der Scheiße. Guck mal, ich kann ja nicht darauf laufen zum Beispiel. Nope. Dann also nochmal. Das Ding ist aber, dass wenn wir hier von der anderen Seite kommen, sagen wir... Nee, warte. Sagen wir, ich mache so, dass wir hier diesen Weg da zur Seite oben auch noch offen lassen. Und mache das so, so. Jetzt habe ich da auch keinen Weg. Ah, warte mal. Nee, aber auch nicht. Nee, ich würde wieder über da reinkommen. Schauen wir mal, ob es nicht dennoch geht. Warte, können wir so... So, 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 so. Dieses Piepsgeräusch, Mann! Jetzt muss ich so, 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 so machen. Nee, es geht immer noch nicht. Nee, ich dachte, wir hätten jetzt einen besseren mehr. Es ist immer wieder diese Scheißstelle hier. Immer wieder. Tödliche, kackbeschissene Scheißstelle. Zwei bleiben über, okay. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Du musst einen Weg übrig lassen. Mit zwei wird es nichts. Ja, ja. Das ist halt... Das ist die Scheiße. Deswegen denke ich mir aber, dass ich... Warte mal. Wir müssten uns dann hier oben... Naja, einen oben Weg übrig auflassen ist unmöglich. Wenn wir da als letztes hinwollen. Ich würde mir das jetzt zubauen, so oder so. Das heißt eigentlich... Das ist der einzige mögliche Eingang. So. Das ist der nächste. Damit es nicht tot ist, muss ich dann nach unten gehen. So. Wenn ich nach oben gehe, kann ich das links nicht mehr zumachen. Ne. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich muss halt irgendwie entweder das vorher zumachen oder das vorher zumachen, aber das... Das heißt, warte mal. Wenn wir das. Also, warte mal. Zip, zip, zippidi, zap, zap, zap. Wenn ich das so hinkriegen würde, dass ich hier, so, hier rüber, dahin, so, hier runter, so und dann so laufe, dann sollte es gehen, weil dann ist diese Stelle hier weg. So, das ist der Weg. Oh mein Gott. Also. Das zumachen. Das auflassen. So. Auflassen. So. Nein! Ich verfluche dich und deine Erstgeborenen, du Kackspast. So normal. Oh, du. Letztes hinkommen, warte. Nee, es geht ja nicht. Nee, ich muss so machen. Ansonsten ist das oben tot. Jetzt muss ich nach rechts. Ansonsten ist das rechts tot. Low
Moonstar. Kriegt doch wirklich Brechreiz, ey. Obwohl. Ich hänge mich jetzt Sachen auf, dass ich das da zuerst anfange. Machen wir da einfach hier. Warte, machen wir nochmal. So, genau, da muss ich nämlich dann so machen. Da habe ich einfach nur nicht mehr hingeguckt. Ach, Mist. Ist aber nicht wahr. Okay, dann so rum. So. Den hier nicht machen. Den nicht machen. Okay, den nicht machen. Gut, nochmal. Wartet. Ich muss den machen. Oder? Ja. Ansonsten, ja. Oder auch nicht. Warte. Vielleicht kriegen wir es auch anders hin. Ich bin wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs. Nee, doch. Ach, scheiße. Ich möchte meine Leber essen gerade. Obwohl, warte mal. Hä? Nee, ist alles gut. Hä? Nee, ich habe alles gut. Okay. Verkack's nicht. Ja, ich hab's. Oh, endlich, Alter. Ganz anders also. Wunderbar. Deswegen, unten links war meine große Schwäche. An der Schwäche arbeiten, findest du das? Endlich. Oh. Jetzt können wir die blauen Dinger. Geil. Schön. Also ich nehme an, diese schönen blöden Statuen hier nicht. Nee, aber die ganz, ganz großen bösen Statuen, die gehen. Also meine Schwäche bist du. Willst du an mir arbeiten, heißt das? Oder? Ich hätte jetzt so viele Fragen, Klopsi. Ich habe ganz viele verrückte Fragen. Ganz verrückt viele. Aber beantworte erstmal eine. Oh Gott, geschafft. Nee, aber aus der einen Situation, da wo ich eben gerade unten festhing, wo ja Leute meinten, nee, guck nochmal, da gab's keinen Ausweg. Also da gab's keinen Ausweg. Ich habe die Kommentare gelesen. Guck doch mal richtig hin. Guck doch mal richtig. OMG, es steht vor der Lösung. Da wäre es nicht mehr zu lösen gewesen. Also da wäre es wirklich einfach nicht mehr zu lösen gewesen. Ich weiß nicht, was ihr da gesehen hattet. Aber das wäre nicht mehr gegangen. Fubidipaps! So. Nach müde kommt doof oder so. Nee, nicht jetzt. Gute Nacht. Du bleibst schön hier, Fräulein. So leicht lasse ich dich jetzt nicht gehen. Du guckst jetzt noch schönartig bis zum Ende zu. Außer du musst schlafen. Dann darfst du vielleicht schlafen gehen. Ja, dann darfst du schlafen gehen. Das ist okay. Aber wenn du nicht schlafen gehen musst, dann bleibst du hier. Toll, danke, ey. Dreht die einfach mal eine kleine geile Kurve. Ich habe kackende Elfen gesehen. Was? Bitte wo? Wann? Wo läuft das? Ich kenne nur helfende Elfen oder Elfen, die helfen. Aber nicht Elfen, die kacken. Wo läuft denn das? Mein Wecker klingelt um 6. Meine Schule hat doch jetzt angefangen. Ja, dann kommst du halt zu spät. Hä? Ich verstehe das Problem nicht. Klopsi, bitte. Hä? Also, noch viel Spaß beim Weitergucken. Danke. Zu spät kommen ist doch cool. Willst du einfach uncool sein? Haut ihn jemand für mich? Nein. Hä, bei uns kamen immer die Coolen zu spät. Schule ist doch eben. Schule ist doch dafür da, dass man zu spät hingeht. Ich sehe das ganz genauso. Kann es übrigens sein, dass Link diese Dinger schneller aufhebt als einen normalen Pott? So wie der, die nämlich hochwuchtet, das ist der Wahnsinn. So, jetzt gehen wir wieder hier links. Ja,
Lasst mich. Erstmal zu den Zwillingen. Hallo. Schlangi-Zwilling. Bei uns kamen die Coolen gar nicht. Ey, Klopsi. Machst du durch mit mir? Ich nicht, aber bleibst du einfach hier. Und chattest da. Man ist genauso langsam wie vorher. Ja, der hebt die Pötte wirklich langsamer hoch als die großen Särge. Woher willst du denn wissen, wann die coolen Kids in die Schule gekommen sind? Du warst doch selber nie anwesend. Ich war halt der allercoolste Glacix. Ich hab halt das auf das Next Level gehoben. Ich hab gesagt, ha, die kommt zu spät. Pass mal auf. Das kann ich noch viel besser. Weil dann denken die nämlich die ganze Zeit, du kommst nur zu spät, weil du cool bist, aber du bist halt noch viel cooler, weil du gar nicht kommst. Ich glaube, ich hatte viele Freunde, die ich nie kennengelernt habe, weil ich niemals im Unterricht war. Aber ich glaube, mich fanden alle war schon recht cool. Genau, die richtig coolen spielen Diablo 2. Während Mathe. Ich war fucking brillant cool. Hup. Ja, er hebt schneller hoch. Dafür. Für einen Garshak. Für einen Garsha-Kern, ey. Na, gute Nacht. Ich würde gern hier lang gehen, ja bitte. Baited, aber voll. Outsmarted und outbaited. Das sieht doch hier schon wieder aus, als wenn hier irgendwo ein versteckter Geheimgang wäre, gegen den man schlagen muss. Ja, schlagen. Full Metal. Da reite ich jetzt drauf rum, Freundchen. Unangenehm bin ich. Schlechter Gewinner. Es gab niemals einen Wettkampf. Diablo 2 im Kaufhof, wenn Schule war. Nein, nicht im Kaufhof. Also, konntet ihr das bei euch im Kaufhof spielen? Ich musste ins Internetcafé. Ich musste Geld bezahlen, um Spaß zu haben. Kennen ja einige von euch sicherlich nicht. Spiel mal weiter hier. Ich mach mal hier weiter. Ich will erstmal die Fledermäuse tot sehen, glaube ich. Ja, machen wir so. Wow, Max. Sorry. Es tut mir leid. Also. Komm schon, reite auf mir rum. Nein, ach Quatsch. Ich will auf niemanden rumreiten. Wo du es gerade erwähnt hast, Chantal sagt Danke fürs Empfehlen. Moment, wer sagt was für was? Wer, wie, bitte, wo, wann, wie? Wer ist Chantal? Wirklich, wer ist Chantal? Ich habe gar keine Chantal. Ja, ja, macht euch. Krieg die doch früher oder später. Ist auch richtig so. Und das kriegst du auch, glaube ich, sehr, sehr schnell. Also bis ich die nächste Scheiße baue, mein lieber Fullmetal, das wissen wir, glaube ich, beide. Da vergeht jetzt nicht so viel Zeit. Das dauert nicht so lang bei mir. So, jetzt haben wir eine Tafel, die uns noch fehlt. Ein Täfelchen. Es tut dir leid, du sollst lügen. Für mich gibt es keinen Grund mehr, hier zuzusehen. Du spielst ja kein Minecraft. Doch, mache ich heute. Mache ich heute zum Ende. Also Klopsi, jetzt nicht, um dich hier zu behalten. Oder damit du Schule schwänzt, weil ich will, dass du cool bist. Sondern halt, ja, doch. Also zum Ende des Streams angel ich noch. Sorry. Ja. Oh! Was für ein Zufall. Direkt die erste, die ich anhebe. Das hätte ja niemand wissen können. Minecraft gescriptete Welt. Wie gut das gerade gepasst hat. Das Pipapapup zusammen damit, wie geil. Auch ernsthaft? Ja, nee, dann lieber morgen den ganzen Abend. Ich bin auch dafür, Klopsi. Ich bin auch dafür. Komm wundervoll. Der ist aber unelegant versteckt. Also eher langweilig, ja fast schon lachhaft. Also, ansonsten sah das immer so cool aus. Kristall? Können wir hier runterwerfen? Bombe? Ich glaube mal ja, nicht wahr? Hüpp! Bringt eventuell gar nichts, aber ich habe meinen Spaß. Wie soll denn das gehen? Okay. Ich bin so verwirrt. Nee. Ist es lila? Blau.
reicht. Lila, blau, ganz genau. Tschuck, 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 oder? Stuck, 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 stuck. Die heben sich alle ab. Achso. Wann kam deine Frau nach Hause und wartet auf dich? Die wartet immer. Nee, sie kam vor einer halben Stunde. Aber ich will noch. Ja, Inkascha, kerngeil. Ich will zumindest das hier noch zu Ende machen. Weil wenn Pause wäre, würde ich danach dann auch zu Minecraft gehen. Deswegen will ich jetzt noch nicht sofort zu Sandra. Also wollen schon. Aber halt, naja, weißt du, was ich meine. Wollen, aber nicht wollen. Wir wollen nicht zu unseren Eulen. Wie die Männer gerne sagen. Ich habe mich leider gerade am Kaffee verschluckt. Bin gleich wieder. Oh nein! Unangenehm! Ja! Obwohl. Njons! Dank des Eises. Oh mein Gott. Dank des Eises war das einfacher. Hilfe, die Stimme! Hyrule hat Vorrang. Na, vor allen Dingen, wir müssen Hyrule retten. Das ist, meine Frau versteht das schon. Das ist, die ist da nicht so einnehmend und sagt, mein Mann nur für mich. Nein, ich darf auch anderen Frauen gerne mal das Leben besser machen. Also hoffe ich, dass ich Nairu. Oh Gott. Und da sind wir wieder. Schönen guten Tag. Nairu ist doch schon gerettet. Ja, pipapo, Story ist ja auch scheißegal. Hyrule, wir retten Hyrule und die Königin von Labyrinthion. Ne? Gut. Eins. Zwei. Hä? Ja. Ich wollte schon sagen. Alles gut. Raul! Oh ja, Raul. Wir retten Raul. Raul mag ich, weil die Musik von Raul super ist. Hup, hup. Sieht aus wie eine... Es hat wirklich was von einem Grab. Das ist eigentlich gar nicht mal so abwegig. Also der Dungeon von der Idee her. Das ist ziemlich gut gemacht. Jetzt auch mit den ganzen einfach großen Räumen. Halt einfach wie die großen Hallen. Man kann sich den Rest ja vorstellen, wie eventuell die Wände hier aussehen. Auch wenn die Grafik dafür fehlt, aber können ja überall so Totennischen mit den dargelegten, dargebetteten Toten sein. Das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt, nicht? Wunderschöne Fee. Sehen Sie mal. Butz. Dich mache ich kaputt. Dann kommt da gleich Feuer rein. Sprotzel. Es wäre schön, wenn wir einen Gegner hätten, entweder den wir wieder hochwerfen dürfen. Okay, das ging ja einfach. Entweder den wir wieder hochwerfen dürfen oder auf den wir Sachen werfen dürfen. Da mochte ich diesen, was war denn das, ein Fisch, nicht wahr? Den Fisch, den du rausholen musstest, dann hochwerfen und... Toll, danke Fledermaus. Echt, danke. Den du hochwerfen musstest, rausholen. Das war schön. In 5 Wochen kommt das L.A. Oh, das L.A. Remake. Klingt so merkwürdig, aber ja. Ach, scheiße. Nö, ein Herz weniger. Ja, komm. Oh, nein, geil. Was? Was? Wie unfair ist denn das? Okay, Bomben. Also Bomben. Das ist eine Bombenblume da oben, nicht wahr? Oh, Himmelarsch. Ah, okay. Zurückwirbeln lassen. Alles klar. Gut, das krieg ich hin. Zack. Nicht ganz so gut. Aber so hat er gewirbelt. Wenn ich ihn von der Seite anschlag, wirbelt er. Wenn ich ihn von vorne anschlag, wirbelt er doch. Okay. Das heißt, jetzt muss ich das im besten Falle auf ihn raufwirbeln. Nehme ich mal an, dass er das voll in die Fresse bekommt. Ja, dauert vielleicht noch ein bisschen bei mir. Nicht mehr lange, Kinder. Wow. Kann sich wirklich nur noch um Stunden handeln.
Ah, also doch, okay. Gut, ich dachte schon, das trifft nämlich nicht, deswegen bin ich gleich ins Optionsmenü gegangen, aber es trifft. Das. Na, geht. Nächste Stufe. Ho, 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 geil. Geile Idee. Ich glaube, da kann ich eine Bombe in der Zwischenzeit zu ihm werfen, solange wie er sich da Zeit lässt. Okay, bringt's aber nicht die Bombe. Hier kommt noch nichts raus. Ich warte mal, wir bringen ihn mal hier nach oben. Genau, komm mal her. Ne, das bringt's nicht. Aber mir ist so, als wenn... Weil da ist so ein kleiner, schöner Raum, als wenn man da eine Bombe geil reinwerfen könnte. Komm mal hoch. Die bleibt halt auch noch so fast schön liegen, ne? Ne, sieht aber nicht danach aus. Einmal würde ich es noch probieren. Okay, irgendwas anderes? Machen wir das. Weil da halt so ein Raum offen ist, der längere Zeit aufbleibt. Okay, ne. Nicht? Ne. Auch die Arme nicht? Oder? Ne. Dann nimm mal einen Block, den ich dir da reinsetze. Tangiert ihn eher peripher. Gut. Den Bumerang, der ist komplett optional. Das wird's nicht sein. Dann piekse ich mit dem Schwert mal rein. Du, ich hab keine Ahnung gerade, ne? Ich mach mal so schon. Ne. Hä? Feuer? Ich guck nicht in den Chat, damit mir keine Hinweise gegeben werden oder so. Irgendwas... Angst, es ist halt ein Gegner. Normal ist, wenn ich einen Gegner berühre, auch wenn er keine Angriffsanimation macht, nehme ich Schaden. Ich probiere es dennoch mal. Ja, nee, das ist es nicht. Okay, gut. Das ist es nicht. Ich nehme auch so Schaden von seinem Körper. Duftkerne, weil wie jeder weiß, ist Granit anfällig gegen Schimmelgestank? Nein. Wind. Denn der noch so härteste Fels wird abgetragen durch Wind auch nicht. Wirbelsturm, stärkerer Wind, der noch so härteste Fels wird abgetragen durch... Nein. Fragezeichenkerne, gut. Ich hab keine Ahnung. Ich probier's nochmal mit dem Bomben. Du sollst sie werfen, Link. Nochmal hoch. Das ist echt strange. Nee, zu spät. Da passiert eh nichts. In dem Moment, wo er zuschnappt, angreifen? Nein. Dann nehme ich nur Schaden. Kommt er hier nicht durch? Na doch, kommt er leider. Ein bisschen ratlos. Passiert nichts, okay. Kommt er durch einen Spalt durch? Komm mal her. Da kommt er durch, nicht wahr? Allein sein Schatten. Ja, da kommt er durch. Dass ich ihn in die Ecke dränge und den Block dagegen quetsche, dachte ich jetzt. Bei den Pflanzen kam nichts raus. Ja, hier kommen Bomben raus. Ja, schön. Boah, ich bin ratlos. Halt als einziger Anhaltspunkt, weil Bomben jetzt rauskamen, aber
Bringt ja nichts. Oh Gott, Supermax. Hä? Das hat gerade ein anderes Geräusch gemacht. Moment, jetzt macht's wieder Brumm. Aber es hat eben gerade Brumm gemacht. Habt ihr das gehört? Jetzt macht's wieder richtig Knall, wenn er zusammengeht. Oder war einfach nur ein Soundfehler des Gameboys? Kann auch sein, nicht wahr? Da! Es war jetzt einmal wieder zu hören, das Düdün. Mann, ey! Zeit? Nee. Graben kann ich hier sicherlich auch nicht. Kann ich ihn tot graben? Oh, ich nehme halt unnötig Schaden, ne? Nee. Ich habe keine andere Idee. Keine andere Idee. Bumerang ist optional. Also es wäre lächerlich, wenn der Bumerang was bringen würde. Was soll ich denn machen, ey? Ich gucke gerade, ob ich eventuell den Raum verlassen muss während des Kampfes. Auch nicht, wenn die Hände zusammen sind, okay. Naja, muss ich schneller von vorne rangehen. Bomben? Das ist halt wirklich mein letzter, also... Ich hab sonst keine Ahnung. Du sollst nicht so einen Kreis nehmen. Nee, aber er bleibt auch nicht in der Bombe hängen oder so. Da ist schon wieder das Geräusch. Das ist merkwürdig. Ach. Ich hab keine Ahnung, ist das übel. Auch nicht im Sprung, ein Wirbelangriff. Nope, wir kommen auch nicht ran an ihm, er ist höher da als unser Schwert. Wand mit dem Handschuh? Ich bin bar jeder Möglichkeit gerade. Ich hab einfach... Was zum Geier? Benny Bumsbär? Benny? Nee, leider. Können wir da anscheinend, warte, uns dann in Sicherheit begeben? Ich prall halt selber nur zurück. Ja, das bringt gar nichts. Nee. Nee. Ja, der hat schon mal so einen Stein kaputt gemacht, da ist auch nichts passiert. Da war er quasi genau auf so einem Stein drauf und hat nur gelacht. Nee. Pulver. Okay, ich probiere Pulver. Vielleicht, genau, da reinlaufen und dann pulvern. Das ist jetzt das allerletzte, was ich glaube ich habe als Möglichkeit, oder? Viel mehr bleibt uns nicht. Pulver 1? Nein. Nein.
Genau, laufen wieder meinen Weg. Der folgt mir immer. Der folgt ja original meinen Wegen, die ich auch gegangen bin. Deswegen geht er manchmal schräg. Guck mal, wenn ich jetzt so mache, dann müsste er das, glaube ich, als nächstes machen. Dieses Zuck-Zuck nach oben. Genau. Jupp. Nope. Da kam schon wieder... Fuck, ey. Ich bin komplett ratlos. Kann ich springen und Bombe benutzen? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier was nach unten werfen? Passiert nichts. Fällt er nach unten? Höchstwahrscheinlich nein. Nix. Ne. Das war's. Das probieren. Warte, mach auf. Nope, nope. Aufgeladenes Schwert reinpieksen. Letzte, allerletzte Möglichkeit. Dann gucke ich in den Chat. Aber ich will keine Lösung. Ich will einfach nur Bestätigung, dass ich scheiße bin. Ich will keine Lösung. So, komm her. Ne. Kann doch nicht wahr sein. Tja, du bist schlecht. Frank, du bist scheiße. Aber natürlich bist du das. Du bist scheiße. Du bist ein Bopi. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Stein ist feuchter als fröhlich. Feuchter als fröhlich? Du bist so feige für den Boss und Kacke. Du bist immer noch scheiße. Hi. Schmeiß den Boss die Prügel raus, ja. Würde ich halt echt gerne. Gut, ich habe auch in den Chat geguckt, um einfach zu gucken und um mir hundertprozentig sicher zu sein, dass es kein Fehler gerade im Spiel ist. Ja, der Gedanke kam auch schon. Seid ruhig. Also. What the fuck? Wir sind noch nicht tot und der Gegner lebt noch. Wir bekommen Duftkerne. Moment, folgt er dem Duft? Wir bekommen Duftkerne. Nee, er folgt nicht dem Duft. Okay. Schade. Wir haben jetzt schon zum zweiten, dritten Mal oder so da unten Duftkerne bekommen. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, wundert. Gut, bleib erstmal da. Das ist schön. Jetzt können wir uns entspannen. Vielleicht stirbt er auch einfach, weil er sich so auf die Hände zusammenschlägt, dass es dann wehtut an den Knöcheln, ne? Vielleicht klappt das ja. Keine Tipps, nee, ich will keine Tipps. Ansonsten hätte ich gesagt, ich will Tipps. Ich wollte nur hören, dass ich absolut schlecht bin. Das ist ja wie früher, wo man die Lösung noch ohne Internet herausfinden muss. Ja, und manchmal dauert das halt länger und manchmal geht's halt schneller. Manchmal gibt's halt auch gar nichts, wo irgendwie drauf du achten musst, aber dann hast du sowas. Er kloppt sich die Hände kaputt. Ja, na, das passiert ja gerade. Wir müssen einfach nur noch 25 Jahre hier warten, live. Ne? Und dann ist fertig. Oh Gott, ich dachte, wir könnten irgendwas Cooles machen. Ihn wegschubsen. Scheiße.
Ein scheiß Gegner, scheiße. Das ist halt echt nicht schön. Ja, nee. Geht da von der falschen Seite ran. Genau. Das ist es nicht. Zu 100% ist es nicht der Somalia-Stab. Das wissen wir jetzt schon mal. Ey, weißt du? Learning by Klein Doing. Es ist so ein doofer Kampf. Nein. Bidim. Dieses Bidim-Geräusch. Ich glaube, es ist einfach nur Gameboy-Fehler, weil ein paar Töne fehlen in dem Moment. Und dann kommt halt nur so ein Bidim durch. Nee. Kannst auch beim Hochhalten ihn damit verwunden. Klappt nicht. Sein Mund ist nicht auf, dass man es irgendwie reinwerfen könnte. Nope. Nope, macht Bidim. Was ist denn das? Haha, damit hat er nicht gerechnet. Da ich meinen eigenen Block runterwerf. Toll. Guck mal, wir kriegen Bomben und Duftkerne. Weißt du? Bomben und Duftkerne. Ist alles, was ich bekomme. Duftkerne. Bomben. Bomben und Duftkerne. Welch liebliches Aroma. Ja, wirklich. Friss mein Gestank! Was ist denn das? Bomben. Und Duftkerne. Schießen mit den Duftkernen haben wir aber auch schon getan. Hat ja nichts gebracht. Habe ich so falsch geschossen. Klappt auch nicht so. Komm mal her. Nope. An eine bestimmte Stelle vielleicht schießen. Kinn. Stirnlappen. Halsschlagader von unten. Bombe und Duft. Duft, Bombe, Duft. Oh Gott, ich habe die Bombe wieder genommen. Och Mann, Kalter, das kann doch echt nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Würde so wenig Sinn ergeben. Höp, nee, okay, gut. Ich nehme schon im Schattenschaden, also never mind. Ich dachte halt, dass ich irgendwie dazwischen springen muss und in dem Moment, wo er dann zuschlägt, hoch, weil... Logik. Also ich probiere jetzt einfach so viel aus, dass ich keine Ahnung mehr habe, was es überhaupt noch nicht gibt. Wir haben alles gemacht! Duftkerne oder auch mal gar nichts, schön. Man bekommt auch nicht immer Bomben. Das ist auch schön. Man kriegt auch manchmal gar nichts. Ich glaube, jetzt kam das... Nee, es hat nichts mit den Feldern zu tun, wo er draufsteht. Okay. Vorsicht, explosiv. Ist halt wirklich die einzige Option, die ich habe in meinen Augen mit den Bomben. Passiert halt nichts. Du kannst auch nicht in seine Hände reinwerfen. Kommst du hoch? Dann wirft der hässliche Kackspast Linkmann nicht. Das ist wirklich ein sehr schwieriger Kampf in meinen Augen. Warum wirfst du denn nicht?
Gott! Du Retortengeburt, Alter! Nochmal nach oben, bitte. Komm! Ich gehe in die Richtung, ich drück die Taste. Willst du mich verarschen? Das tut da dann weh, ja? Alles, die Bombe an jedem anderen Scheitelpunkt, in Nabel, in deiner Milz, tut dir nicht weh. Aber nur dann, wenn... Oh, nee, ey. Ist nicht wahr. Boah, ist das blöd. Oh nein, das geht noch weiter, der Kampf. Oh nein, der Kampf geht noch weiter. Oh Gott, der Kampf geht noch weiter. Da, genau, so. Was ist jetzt los? Was bist du? Ha, hu, ha, hu, ha. Hast du Laser? Sieht aus wie Laser, was gleich kommt, nicht wahr? Wenn er irgendwie die... Laser. Okay, schön. Denselben Ball mit derselben Farbe beim Gegner davor konnte ich zurückschlagen. Oh, alles klar. Okay. Bombe. Okay. Wieso hört er denn genau in dem Moment auf? Das macht jetzt keinen Schaden? Wieso macht ihm das... Fuck! Okay. Erraten. Aha. Aha. Okay. Das ist gut. Okay. Schön. No. Was ist denn das für eine Hitbox? Nein. Das war schön, dass er so macht. Nein, lass mal. Klappt es auch, wenn ich mit dem Schwert dagegen haue? Achso, da ist mein Schwert. Ja. Gut, das heißt, ich könnte ihn quasi die ganze Zeit hier so begleiten und er kann nichts mehr machen. Sicher? Ja. Nein. Gut. Aber was mache ich dann? Nein. Ich bin gleich tot. Das ist der erste Boss, der mich richtig in die Knie zwingt. Den machen wir dann beim nächsten Mal. Das ist übel. Den mache ich heute nicht mehr. Da fehlt mir die Zeit und Geduld. Vor allen Dingen aber die Zeit. Der ist ja krass widerlich stark. Den Ball kann ich nicht zurückschlagen. Den Laser kann ich maximal vielleicht mit einem Eisenschild. Eisen spiegelt auch ein bisschen, aber ich glaube nicht. Bomben haben jetzt hier wieder nichts gebracht. Wenn ich Ihnen was in den Weg lege, wie sieht's denn dann aus, Freundchen? Oh, das sieht sogar recht gut aus. Nicht! Sieht nicht gut aus, den macht er einfach kaputt, ja? Macht er einfach kaputt. Da kennt er nichts. Da geht er einfach durch wie durch Buddha. Nee. Nein. Das ist halt widerlich. Lass das. Ich überlege gerade. Jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung. Wieder mit Bomben? Duftkerne? Jetzt vielleicht die Duft... Ja, also jetzt Duft? Das verfolgt mich. Alles klar. Ich dachte, ich laufe richtig dumm rein. Gut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Der ist ja übel. Der ist ja richtig übel. Also es hat mich mit den Bomben, also ist ja nicht so, dass wir es nicht mehrmals sehr oft probiert haben. Genau dahin. Ganz genau. Schlimm. Ah, machen wir beim nächsten Mal weiter. Der geile Link. Morgen hast du doch alles vergessen. Nö, hab ich nicht. Wir haben noch einige andere Möglichkeiten. Wir haben den Schild. Ja, wir haben den Schild. Zum Beispiel. Man muss halt unter die Fingernägel der Bombe bekommen. Ja, aber wirklich, das ist so doof, oder? So doof. Einer meiner absoluten Lieblingsbosse. Er ist halt einfach so Mittelfinger. Der ist wirklich ziemlich Mittelfinger. Weil, also du wurdest ja auch so ein bisschen auf dem Silbertablett an die anderen Bosse herangeführt. So, die Eule sagt dir vorher, achte auf die Farben, mach dies und das, pipapo. Und das ist also, dass du dir denkst so, ach ja, easy peasy, komm, easy peasy. Dann gehst du zu diesem Boss und denkst dir, okay, was? Hey, Moment, was? So doof. Das mit der Bombe, dass die zerdrückt werden muss, damit das Schaden macht. Das verstehe ich nicht. Und du musst halt wirklich genau in den da rein. Oi. Also morgen dann Zelda und Minecraft? Nein. Hä?
Nee, andere Leute haben geschrieben, morgen hast du es vergessen. Das Zerteiler hat geschrieben, morgen habe ich das vergessen. Habe ich aber dennoch nicht vergessen. Das heißt aber nicht, dass es morgen Zelda gibt. Nee, nee, nee. Morgen nur Minecraft. Morgen nur Minecraft. Ich wiederhole es nochmal. Der beste Teil eines Streams ist, wenn der Streamer verzweifelt. Ich bin relativ lang verzweifelt. Ich habe halt mehrmals die Bomben ausprobiert, weil ich dachte mir, okay, du kriegst halt die Bomben. Duftkerne ergibt sowas von keinen Sinn. Du kriegst halt die Bomben. Es muss die Bombe sein. Wie oft wir eine Bombe überall hingeworfen haben und nichts, gar nichts. Ist ja nicht so, als hätte der Raum dir nicht die Bomben, die du brauchst, ins Gesicht geworfen, dir gezeigt, dass die Hände eine Hitbox haben. Ja, aber guck mal, wie oft wir eine Bombe direkt in die Hände reingeworfen haben. Direkt dahin. Du musst halt in das Ding, in die Mitte, wenn die Hände auf sind und nicht, wenn die Hände irgendwo anders sind. Die mussten halt, nee, 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 Dark Horse. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das ist schon ziemlich merkwürdig. Jetzt Minecraft nochmal? Ist das nicht erst morgen oder nimmst du dir frei? Nö, morgen, hab ich doch eben gerade, morgen Minecraft. Morgen Minecraft, jetzt zum Abschluss. Einfach angeln und Tschüss sagen. Die Logik des Spiels ist halt, dass er die Bombe zerquetschen muss. Er ist ja dumm, aber technisch gesehen macht das Sinn. Ja, aber wo macht das technisch? Genau darum gab es dein Fehlergeräusch. Wir hatten das Fehlergeräusch auch, als ich nur noch 3 Herzen hatte. Und sich das manchmal überschnitten hat mit der Soundsache. Da bin ich nur rumgelaufen, es gab das Fehlergeräusch. Erinnere dich, da bin ich dann an die Stelle zurückgegangen, wo er war. Und habe mich auf jedes dieser Felder gestellt und geguckt, ob er da nochmal das Fehlergeräusch macht. Ah, ah, ah. Je länger die Verzweiflung, umso mehr Freude auf Zuschauerseite. Das war kein Fehlergeräusch, das ist die Soundqualität. Eben, das ist halt wirklich die Soundqualität. Das haben wir da auch festgestellt. Der ist ein schlimmer Gegner. Schlimmer Gegner. Hat der Oracle of Ages durchgespielt? Nein. Bin an einem Gegner ein wenig traurig zugrunde gegangen. Och, Dente, mein Herrlicher. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass es nicht allzu sehr irgendwie in dein tolles Herz hineingebohrt hat. Hey, mein Hübscher, ich wollte dir nur mal schnell einen Knutscher da lassen vorm Schlafen gehen. Wir sehen uns leider nicht auf der Gamescom. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß und ein riesiges Dank für alles. Mensch, immer wieder und immer wieder gerne, aber... Okay. Das ist schade. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann mal wiedersehen. Ich würde mich da groß freuen, wirklich. Der Moment, wenn man der Erste ist, der bei einem Zelda-Game beim Boss timeoutet wird. Nö, das wurden andere auch schon, die dann einfach geschrieben haben, wie es geht zum Beispiel. Das ist eigentlich die komische Rätselhöhle vor Frau Baum machen. Die Heronhöhle? Ich wusste nicht, dass wir die machen müssten. Also, ich wusste, dass es eine Heronhöhle gibt, aber ich dachte, es wäre für uns überflüssig, weil wir die Heronhöhle in Oracle of Seasons gemacht haben und sich das Spiel das gespeichert hat und wir deswegen alles haben oder so. Du musst nur einmal so eine Heronhöhle machen. Weil wir haben ja einige Sachen komplett übernommen, nicht wahr? Heronhöhle ist ein optionaler Dungeon. Warum heißt die dann genauso wie in Oracle of Seasons? Ich hoffe, wir sehen uns mal auf der Gamescom. Wäre das erste Mal, dass wir uns treffen. Ramo, mein Guter. Also ich werde auf jeden Fall... Also ich bin da. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Die Heronhöhle ist immer im zweiten Run ein neuer optionaler Dungeon. Ist immer im... Das weiß man ja. Das weiß man ja. Woher soll man denn so einen Rand wissen? Ist immer im... Was? Ja, okay, Moment. Heißt das, dass wenn ich Oracle of Seasons zuerst gespielt hätte, dann wäre da in der Horonhöhle kein optionaler Dungeon, sondern ich müsste da reingehen. Aber in Oracle of Ages, was dann mein zweites Spiel wäre, wäre die Horonhöhle am Strand optional? Richtig. Das soll ich einfach wissen, seid ihr Bräge? Seid ihr... Wie kann er denn das nicht wissen? Die ist das doch immer. Das ist doch wirklich nicht wahr. Das ist doch verrückt.
Ist doch total logisch. Früher gab es kein Internet. Früher hätte ich das nie herausgefunden. Früher hätte ich das nie... Ich wäre dann nie wieder reingegangen. Ich hätte gesagt, ja, Hallöchen, tschüss. Als echter Zelda-Fan weiß man sowas bestimmt. Ich hasse dich. Ich mag Zelda auch, okay? Das ist doch wohl nicht wahr. Erstmal, oh Gott, Red Dead Redemption 2 verdauen. Hast du es durchgespielt? Hattest du... Welches Ende hattest denn du? Das sind auch zwei komplett andere Dungeons. Und du warst ja am Anfang drin, aber hattest die ganzen Gegenstände nicht. Also weißt du doch, dass da noch was ist. Ich habe dir ja erklärt, warum ich dachte, dass es für mich da irrelevant wäre. Habe ich ja trotzdem erklärt. Das ist doch schrecklich. Aber ich meine, klar, gehen wir rein. Klar, machen wir. Klingt ja gut. Klingt ja auch nicht so nach einem ewig langen Dungeon. Gucken wir, ne? Gucken wir. Also wird am Ende des Spiels angeteasert. Okay, gut. Wenn es gar nicht verraten wird, wäre es ein bisschen merkwürdig. Aber wenn es wirklich angeteasert wird, verständlich dann. Klar, darin bekommst du das Schwert, aber brauchst Items aus dem dritten Dungeon. Bis dahin ist Swordless. Na klar, hä? Normal. Hast du noch nie Swordless gespielt? Als echter Zelda-Fan, das weiß man doch. Ist doch immer so. Bloop. So. Ja, ich dachte, es läuft dann halt anders. Sei ruhig. Hier und da und... Und Spiegel. So. Bin jetzt im Epilog angekommen, hatte das Good-Guy-Ende. Oh. Ich nicht. Okay, da du das Ende schon hattest, hat Arthur bei dir am Ende zum Pferd auch Thank you gesagt? Hat er einfach nur das Ohr genommen und dieses Arthur MacArthur-mäßige Thank you hinein gehaucht? Ja, oh, oder Dente, Alter. Der Moment hat mich gebrochen. Der Moment hat mich so kaputt gemacht. Ich bin... Nein! Brr, Träne. Oh, das war so schlimm. Das war so gut. Ja, das sagt er immer. Nee, sagt er nicht immer. Kommt darauf an, wie du dich mit deinem Pferd verstehst anscheinend. Wenn du irgendeinen Kleppergaul gerade kurz zuvor geklaut hast und mit dem dahin reitest, dann sagt er das nicht anscheinend. Oh. Das war so schön. Das war so schön. Oh, Zero Pain. Hast du erraten, wie der Boss geht? Du Glücklicher, ich hab's noch nicht. Du Glücklicher. Als Game Designerin kann ich dir sagen, dass die Signs vom echt beschissen sind. Was? Das ist selber hier ratlos, was man machen muss. Die Signs vom echt beschissen sind. Oh, ich weiß nicht, was du meinst. Dass die Zeichen vom echt beschissen sind. Ja, ja. Ach, die Zeichen vom Boss. Gut. Okay, da fehlt halt das Wort Boss. Dass die Zeichen vom Boss echt beschissen sind. Ja, man war selber ratlos, was man machen muss. Ist halt so, dass auch... Ne? Also, wir haben so viele Bomben geworfen. Ich hab so viele Bomben geworfen. So fucking viele Bomben. So viele... Hab mein Pferd immer gestreichelt. Ja, gestriegelt, gefüttert und lange ausgeritten. Bin innerlich fast gestorben. Du, ich auch. Meine Gretel. Meine Gretel. Das war meine Gretel. The good girl, hat er immer gesagt. The good girl. Och, es war so doof. Es war so doof. Es war so, also herrlich gemacht. Wirklich Rockstar Games. Einfach nur mit diesem Thank you. Das war ein starker Moment. Aber der Sprecher von Arthur ist auch, boah. Perfekt. Perfekt. Ich habe die beiden Spiele mit 6 oder 7 das erste Mal durchgespielt. Darkosh, das ist aber was total Normales und gar nicht mal so Abwegiges. Je älter man wird oder je eventuell auch je mehr Spiele man spielt, desto komplizierter fängt man an zu denken. Desto mehr fühlt man sich dem Spiel überlegen, weil man anscheinend ja weiß, wie es funktioniert. Und sich dann aber auch so festfährt in seinen vorgefertigten Wissen. Und wenn man einfach nur so, ich sag mal, als 6-7-Jährige daran geht und das dann einfach weil es halt viel logischer ist als Kind, daran geht und nicht irgendwie als Mensch so dumm überdenkt oder als Erwachsener dann so dumm überdenkt, das halt hatte ich schon öfter. Also hatte ich wirklich schon öfter. Du hattest Gretel wochenlang im Stall stehen, bis du Nachtschatten ersauft. Hey! Nachtschatten war toll, aber Nachtschatten hatte irgendwie Probleme. Nachtschatten dachte sich, Hurra! Seepferdchen-Abzeichen.
Ich mach den Boss beim nächsten Mal richtig. Leite nicht von dir auf andere, habe sehr selten solche Hänger wie du. Ja, das weiß ich. Ich weiß, dass jeder der perfekte Spieler ist. Das weiß ich. Sehr richtig. So, machen wir Pause. Sehen wir uns gleich wieder. Nee, ich bin, nee, niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt. Nur die eigenen Hänger fallen einem halt selber, ich würde auch sagen, halt nicht so sehr auf. Dark Horst, du kannst ja mal Spiele streamen. Wenn du, glaub mir Dark Horst, das ist halt das Problem. Wenn du eine Sekunde, wenn du ein Spiel streamst und du hängst eine Sekunde an einem Rätsel, dann hast du schon versagt. Und dann sagen auch die Leute, wie lange du halt brauchst und wie ewig lang du brauchst. Das ist halt... Also, du kannst das alles mal gerne streamen, was du machst. Hast du bei Indiana Jones nichts gelernt? Du musst da einfach nur mit den Spielelementen interagieren. Oh, das hat so Spaß gemacht. Oh, ich freue mich da auch auf den dritten Teil. Und Necrolord, No Man's Sky ist der Hammer. Ja, No Man's Sky ist der Hammer. Absolut der Hammer. Aber auch nur, weil deine Sekunde so lang ist. Ich habe ewig lange Sekunden, ja. Ewig. Es dauert bei mir halt alles auch ein bisschen länger innerlich. Naja, du solltest wissen, dass meine starken Probleme im Zwischenmenschlichen dafür durch eine Stärke in Analyse und Problemlösung ausgeglichen wird. Bin ja in dem Sinne nicht normal. Stream deine Spiele. Stream ein Rätselspiel blind. Ich wäre wirklich sehr dafür. Dann wäre ich wirklich sehr dafür. Also wer große Töne spuckt, muss auch das Spuckeglas danach lecker trinken, ne? Wie schon ein altes Max-Sprichwort besagt. Spucke! Nein! Dude, Autismus und so. Autismus heißt doch nicht automatisch, dass du Spiele gut spielst. Also nicht böse gemeint, Darkosch. Ich will mit dir überhaupt nicht aneinander geraten. Aber wenn du sagst, ich habe halt Defizite im Sozialen, dafür aber kann ich super analysieren, stimmst du mir einerseits zu mit dem, was ich vorher gesagt habe, einfach nur das als Kind zu spielen, ohne nachzudenken, da sagst du, ja, das kann ich aber auch. Und dann sagst du, also Autismus, also ja, ich kenne Autisten, die können gar nicht spielen. Da wäre ich ja Pro-Gamer. Ich empfehle Grim Tales blind, also zum Selbstschutz wirklich blind. Oh Gott. Nein. Nein. Max spucke jetzt auch im großen Spender. Ah. Nee, da gehe ich aber selber. Oh, da wird mir ja selber ganz i anders. Pfui, Divel-Deck. Blocks. Hi. Also selbst für die begrenzten Möglichkeiten der damaligen Zeit hätte man den Boss besser designen können und sicher einiges erklärbarer machen können, wie zum Beispiel eine typische rote markierte Schwachstelle, wenn man es ganz... Ja, das wäre sehr simpel gewesen. Das wäre sehr simpel gewesen. Das wäre wirklich sehr simpel gewesen. Und mein Denken war halt auch, ich muss halt den Kopf weiter angreifen, weil vorher... haben wir halt seinen Kopf verwundet, wenn ich, also von der Logik her, von der logischen Reihenfolge, ich habe die Hände vorher zurückgeschlagen und der Kopf wurde verwundet, nicht die Hände. Jetzt musste ich die Hände verwunden. Aber auch nur dann, wenn sie so machen. Aber, ne? Das ist halt, der Boss ist sehr merkwürdig. Und das, was vorhin die eine Person meinte, T, ich glaube T war der Name irgendwas, dass er den Boss mag, weil er halt so ein Mittelfinger ist. Ja, der ist ein Mittelfinger. Ist aber ein, ich glaube, angenehmer Mittelfinger. Ich fühle mich ja nicht komplett, das ist ja kein unfairer Gegner, sondern du musst halt so nach und nach einfach, jo, okay. Genau, T-Grille, du warst das. Richtig. Habe gerade Days Gone durchgespielt. Was für ein Hammer-Game. War Days Gone das mit den... mehreren, war das so ein Horror-Drama-Game mit den mehreren Protagonisten, wo du die Story quasi so aufgedröselt hast? War das das? Ich glaube ja. Jetzt mal eine Frage, kannst du dich auch noch so gut an die Zeiten erinnern, als du mal behauptet hast, du gehst spätestens um 12 Uhr schlafen? Das ist 43 Minuten her. Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, kann ich mich dran erinnern. Kann ich mich dran erinnern. Safe Game. So. Stimmt, merke ich jetzt erst, wenn er sich vorbereitet zum Zerquetschen, sieht er wirklich ein wenig wie eine Faust mit ausgestrecktem Mittelfinger aus. Tut er das? Oh, das, da muss ich nochmal drauf reden. Das Spiel mit Rami Malek?
Moment. Ach, Days Gone ist das Zombie-Spiel mit dem Biker. Oh Gott, das ist das. Ja, Entschuldigung. Habe ich ja komplett verwechselt mit dem anderen. Ja, richtig. Gott, das habe ich aber gar nicht auf dem Schirm, das Spiel. Aber schön, dass du Spaß hattest. Ich fand es gut, dass du so lange für die Lösung gebraucht hast. Du, der ist noch nicht tot. Wir wollen mal ganz kurz festhalten, der Gegner lebt noch. Ich brauche halt immer noch für die Lösung. Also wir können jetzt sagen, ich brauche quasi bis zum nächsten Mal Zelda für die Lösung. Also jetzt hat er so ein Schild, was zugeht. Mein erster Gedankengang war, dass ich mit einem Schwert schlage und dann mit dem Enterhaken ihm das Schild nehme, weil es dann zu ist. Geht nicht. Der Moment ist zu klein. Das Schild geht zu, wieder auf. Zu, wieder auf. Eine Bombe genau reinzuwerfen ist Option Nummer 1, die ich in der Tat habe. Und jetzt hört es schon wieder auf. Ich kann die Kugel nicht zurückwerfen, die übrigens genau dieselbe Kugel war, die der Sensenmann vorher gefeuert hatte. Aber jetzt ist sie ja anders. Ah, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Black Sheep, mein Lieber, nächste Woche Donnerstag. Jawohl, sehen wir uns. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Oh ja, ich freue mich so. Du meinst das Spiel Until Dawn, das wird sein. Richtig, das wird sein. Kugel mit Schild reflektieren. Das hatte ich ja auch gesagt. Eventuell mit dem Schild, mit dem Eisenschild. Oder halt die Laserstrahlen zurückreflektieren. Das habe ich aber nicht probiert. Aber vielleicht klappt das. Deine Geschwindigkeit bei Bossfights ist aber auch was. Ich kann mir was zu trinken holen, ein Käsebrot holen, aufessen, hab genau nichts verpasst. Naja. Naja. Also naja. Siehst du, das meine ich ja. Du brauchst eine Sekunde länger und es ist immer zu lang. Aber hier den Drachen in Monster Boy. Ging doch gut. Nur einmal gestorben, das ist gut. Das sind viele Ideen, ich bin sehr zuversichtlich. Ja, ich habe auch hoffentlich noch weitere Ideen. Ich habe keine weiteren Ideen. Scheiße. Kommt auch mal wieder ein neues in deiner Programmliste. Soll keine Kritik sein, aber die Spiele sind momentan mehr okay als je. Du, ja, na klar, kommen irgendwann wieder neue Spiele. Das weißt du ja, Pupi. Das weißt du ja. Und wie gesagt, ich empfehle wirklich dann nicht zuzusehen. Das ist nicht böse gemeint. Aber ich merke, dass dir die Spiele gerade nicht gefallen. Das äußerst du auch auf Twitter. Und das ist dann so, wenn man dann zusieht, um zu meckern, ist schade. Das ist dann schade. Das ist dann einfach schade. Das nicht schön. Weil dann lieber nicht zusehen, weil dann muss man ja auch nicht meckern. Und dann klar kommen wieder andere Spiele, kommen ja immer andere Spiele. Wenn andere Spiele vorbei sind, kommen wieder andere Spiele. Das ist normal. Ich bin ja zum Glück nicht irgendwie nur so ein Einspieletyp. Wie schaffst du es, wenn der allwissende Chat sich wieder zu Wort meldet und bei einer Sache nicht weiterkommt? Baut das nicht Druck auf? Immer. Es hat in dem Moment Druck aufgebaut, als ich alle Waffen ausprobiert hatte, gerade in Zelda bei dem Boss, und ich wusste nicht, womit ich ihm Schaden mache. Da kam der Druck. Und dann sind 20 Minuten vergangen, glaube ich. Und ich habe immer noch rumprobiert. Und ich habe innerlich, ich habe so Angst gehabt, in den Chat zu gucken. Deswegen das Einzige, was ich gesagt habe, ich gucke in den Chat, um zu hören, wie scheiße ich bin. Okay, danke. Und das haben sie auch gemacht. Und da haben sie mich nicht enttäuscht. Das ist auch richtig so. Wenn du gar nicht vorankommst, schau mal über einen großen Teich. Da holst du dir dann im Walmart schnell eine MG. Oh, da wird der Kampf ganz schnell vorbei sein. Gegen Felsen wird schwierig. Gegen Felsen wird das schwierig. Ich mecker nicht. Na, tust du schon ein bisschen. Doch. Du sagst halt auf Twitter, welche Spiele dir nicht gefallen. Das ist schon. Ist halt meckern. Ist ja in Ordnung. Aber wenn man das dann nur macht, ich komme nur mit den Pixeln nicht klar, beziehungsweise mit dem Gehirn, das ist mir schlecht oder Augen tun mir weh. Und bei Minecraft ist es halt einfach mein Problem. Ich weiß aber, du meinst ja auch, dass die anderen Spiele dir nicht gefallen. Das ist ja dann, manchmal gefallen einem einfach Sachen nicht. Und das ist ja in Ordnung. Wusstest du, dass laut psychologischer Studie dein Chatmonitor auf genau der richtigen Seite steht? Weil? Ist das Angenehmste zu lesen? Oder ist es die schöne Seite? Oder wie? Ist jetzt zu Ende? Ja. Mir gefällt das Wetter gerade nicht. Muss ich das jedem sagen? Nein, eher nicht. Ja, zum Beispiel. Ich bräuchte eine Spitzhacke für diesen Scheißboss. Ey, wirklich. Aber ich würde halt weiter mit den Bomben probieren. Das ist so mein Problem. Ich würde halt weiter Bomben reinwerfen. Weil wir haben jetzt mit den Bomben Schaden gemacht. Jetzt denke ich mir, Bomben machen Schaden. Das wird ganz bestimmt nicht so sein.
Ich weiß, glaube ich, wie wir ihn verwunden können. Oh, das wäre so beschissen. Das würde so keinen Sinn ergeben. Boah, das würde so keinen Sinn ergeben. Warte mal ganz kurz. Ich will's nur testen. Klein. Oh, dann da wäre ich aber. Da wäre ich fuchsig. Warte. Das testen wir nur. Kleinen Moment. Miss Phoebe, wenn du noch da bist, halt mich. Wir halten uns gegenseitig. Warte. Mhm. Komm. 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 Spielen. So. Wir haben Bossschlüssel, wir haben alles. Ja, 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 ja. Lebensenergie. Jetzt darf ich einfach nicht getroffen werden. Okay. Miss Phoebe, du bist da. Okay. Wie kommen wir zum Boss? Ach, genau. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles wunderbar. Schauen wir mal, Miss Phoebe, oder? Gucken wir mal. Das wäre so ein Schwachsinn. Das wäre halt wirklich ganz großer Mumpitz. Oh wehe, das Spiel macht das. Ich mache das jetzt also eigentlich, um zu hoffen, dass es nicht so ist. Weil das ist bar jeder Logik. Genau. Hier oben ist eine Fee drin. Ich warte aber erstmal, dass alle Fledermäuse jetzt erstmal bitte schnell sterben. Und warum ist da so ein Kristall davor? Das ist komplett unnötig. Aber egal. Ja, weil im ganzen Dungeon war nicht ein Kristall. Und dann steht da einer. Aber halt, der ist halt auch nicht wichtig. Halt nochmal einfach einen Kristall verwenden. Phoebe Smash, oh ja. Sub, sub, sub. Ja, 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 nee, 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 komm, 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 komm. Komm, bitte, 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 bitte. Oh, nö, 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 nö. Mensch, Mutti, Mutsch. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich. Sie hat mich sogar noch angeguckt am Ende, um mich zu verarschen. Ist die nochmal da, wenn ich hier wieder reingehe? Ganz bestimmt nicht, nicht wahr? Doch! Oh, ich danke dir, gerade so bekommen. Auf den letzten Frame, glaube ich, nochmal eingesammelt. Was für eine böse Frau. Du und ich zusammen. Phoebe Smash! Wir machen den platt. Okay, gucken wir mal. Wenn ich recht habe. Wenn ich recht habe mit dem blöden Gedanken. Aber es wäre... Es wäre so unlogisch und das wäre so logisch. So. Kommen Sie her. Am Anfang zurückschlagen die Hände, ganz genau. So, Hallöchen, Mustafa. Hi. Das sieht aber cool aus, wie er halt diesen Blick bekommt. Na? Na, zu früh. Ja, kannst ja auch nicht wirklich entscheiden. Ah. Oh. Yes. Danke. Yep. Ja, knapp. Gut. Jetzt kommt Bombenphase. Boah, die ich gar nicht mag, ne? Keine Bombe, gut. Hi. Alter Affenarsch. Funk ist Feenfeind. Nein, ich liebe die Feen. Ich hab die Feen ganz doll lieb. Die Feen mich auch, das wissen sie nur noch nicht. Ich probiere auch nur diese eine Sache. Wenn ich damit keinen Schaden mache, in Ordnung, dann mache ich aus. Wenn ich damit Schaden mache... Duftkerne von hinten auf ihn schießen. Klar. Phoebe? 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 Das ist doch wohl echt nicht wahr. Bomben. Komm, ich hasse diesen Kack. Nee, ich hasse ihn nicht. Das ist komplett doof, aber komplett... Oh nein, gut. Ich spiele so scheiße. Ich spiele so scheiße gerade. Bam, bam. Schade. Bam, bam. Pebbles. Bam, bam. Schade. Hahaha.
Okay, was jetzt? Das jetzt. Logisch wollte ich sagen, heilige Bumskanone. Hä? Hä? Ah, man muss die andere dann nehmen. Okay. Ja, was? Ja, wo ist der Frame, wo ich ihn berühren darf? Falsche Seite. Hau. Wenn ich es jetzt nicht einmal hinbekommen hätte, würde ich sagen, es geht gar nicht. What? Wie habe ich denn das genommen eben gerade einmal? Die kann ich nicht nehmen. Nee. Ja, danke. Bumm! Haha! Zurück, Zwirbelattack! Klappt aber auch nicht immer. Wow. Also, dass am Ende noch der Handschuh verwendet wurde, finde ich wunderbar. Jetzt macht das wieder komplizierter. Wie denn, indem ich es nicht greifen konnte? Inferias, erkläre dich mir. Wie mache ich das komplizierter, wenn ich es nicht greifen konnte? Das war ja mit den... Also, warum Duft... Warum... Ach nee, egal. Das war doch wirklich... Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Oh, das sieht schön aus. Das war schön. An sich recht simpel. Du, wenn man weiß, wie es geht, jetzt zum Beispiel, also mit den ersten drei Phasen dann, ja, recht simpel. Ja, wirklich, recht simpel. Einfach hinlaufen und zugreifen. Ja, habe ich ja gemacht. Ich dreh dir die Gurgel um, Barnabas. Ich greife den ganzen Kopf. Für alles. Wer hat denn das designt, der Praktiker? Der Boss ist wirklich nicht, also der Boss ist schön hart. Das ist ein schöner letzter Boss. Ich möchte mich aber darauf einigen, der ist nicht sehr gut designt. Der sieht super aus, hat ein super Intro mit den Augen und Schwing. Aber es ergibt keinen Sinn. Aber ist ja nicht schlimm. Gott, wir spielen Zelda. Und ich reg mich auf. Ach, und ich reg mich gerne auf. Sanjay, du darfst dich weiter aufregen. Pipapo. Aufregen gehört dazu. Na, Eckbert. Na, Eckbert. Eckbert, richtig. Du erhältst die Sternschnuppe. Eine Essenz der Zeit. Das ewige Licht dieses Himmelskörpers dient den restlichen Essenzen zur Orientierung. Die gute Letzte. War das der letzte Gegner? Der letzte Boss zumindest. Also der letzte Dungeon-Boss. Wir haben immer noch die Tauschquest. Wir brauchen immer noch ein Herzteil. Danke, Max. Du hast alle Essenzen der Zeit zusammengetragen. Nun kann ich etwas erschaffen, das dir helfen wird, Max. Bitte besuche mich, wenn du groß bist. Ich warte auf dich, ganz gleich, wie lange es dauert. Weil wir gerade in der Vergangenheit sind, schön. Oh, die Musik ist super. Meine Katze, oh, mein Flöhrchen, meine liebe Flöhrchen. Och, Flöhrchen, du Herrliche. Meine Katze Melody hat gerade zugesehen, liebe Grüße, ganz liebe Grüße zurück. Ganz liebe Grüße zurück. Aber die Lesbarkeit ist grottig. Bei so einem Boss, der nicht aussagt, was zu tun ist, würde ich fett Punktabzug bekommen. Mittlerweile ja, oder? Ich glaube auch, dass... Also das ist keine Ausrede für mich, wirklich überhaupt nicht. Aber man als Spieler gewöhnt man sich auch mittlerweile an andere Herangehensweisen. Damals hätte ich den Boss eventuell auch anders... Ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß selber, dass ich als Kind bei einigen Spielen weniger Probleme hatte als Erwachsener. Also dieselben Spiele dann. Weil die halt damals besser auf uns zugeschnitten waren auch. Bin wieder da, habe ich viel verpasst. Mutti, wir haben den Boss doch noch besiegt. Wir haben den Boss jetzt doch noch besiegt, weil die letzte Phase doof ist. Das ist so mein Resümee. Mein absolutes Resümee. Als Kind dachte man ja auch anders. Hat auch, genau, das meinte ich ja. Hunter Roy, ja, das meinte ich auch vorhin. Man hat nicht so viel tot gedacht oder zu durchdacht, ja.
Ich finde den Boss super. Ist mal was anderes als Bosse in heutigen Spielen. Selbst in heutigen RPGs reicht es meist aus, einfach nur Angriff zu spammen. Ja, in heut... Ja, na klar. Also da... Ja, dem stimme ich zu. Also in den meisten heutigen RPGs. Leider ja. Zum Glück in sowas wie Tales of nicht, aber ja, ja. Ansonsten stimme ich denen zu. Wenn man nicht gerade sowas wie Persona spielt. Oder Tales of. Oder Disgaea. Nein, vergiss Disgaea. Da kannst du dich viel zu stark machen. Nein, vergiss Disgaea. Am Anfang vielleicht bei Disgaea, bis du diese eine Geo-Attacke bekommst, dann ist das Spiel vorbei. Diese Geo-Attacke, alter Falter. Oh. Ja, aber das stimmt leider. In den meisten RPGs wird halt alles zugänglicher gemacht, wenn das richtige Wort ist. Einfach zugänglicher. Dass jeder es spielen kann, dass jeder auch ein Wohlfühlgefühl hat, was ja nicht schlecht ist, was nicht verkehrt ist. Dagegen lässt sich überhaupt nichts sagen. Aber da verkommt so ein bisschen was. Trotzdem. Geoforming-Attacke? Nee, ich weiß halt nicht, wie die hieß. In Disgaea. Die... Ich komme nicht drauf. Ich habe sie selber benutzt. Ganz oft. Ganz oft, das war ja ganz klar. Speichern. Oh, beim nächsten Mal. Dann als erwachsener Link dahin. Lass einfach auf der Gamescom darüber fluchen und vielleicht schaffe ich es dir, eine Version meines Studenten... Yo! Oh, das wäre mega! Mein Studentenprojekt ist mal zu schicken. Ja, bitte, bitte, bitte. Das, wofür du jetzt erst den Abschluss hattest, nicht wahr? Oder? Vor allem gibt es immer weniger richtige RPGs. Ja, was ist ein richtiges RPG? Das wüsste ich jetzt nicht. Also wüsste ich wirklich auch selber nicht zu beantworten, weil das formt sich doch. Der Begriff Shooter formt sich doch. Rätselspiele haben sich geformt. Guck mal, früher war ein Rätselspiel Myst. Müssen deswegen alle Rätselspiele wie Myst sein? Nein. Nein. Bitte denk nicht, wenn ich ein Spiel nicht mag, es dir madig zu reden. Du sollst ja weiterhin Spaß haben. Das habe ich auch. Da musst du keine. Also das werde ich auch. Das werde ich auch. Bin ja eigentlich mehr eine positive Person. Sogar eine sehr positive. Und mecker wirklich wenig. Aber wenn du meckerst, dann gerne. Und das ist auch gut. Hör mal, das ist doch auch gut. Das ist doch auch gut, gern zu meckern, wenn einem etwas nicht gefällt. Gerade wenn man das einfach nur mit so einem Bah macht. Bah, geh weg. Minecraft, bah. Das ist dann ja völlig in Ordnung. Ich hasse Zugänglichkeit, Tutorials und sonst was. Tutorials... geht. Tutorials geht bei mir. Sowas wie Mega Man X. Alter, was Ego Raptor da... Also Mega Man X, das erste Level, ist das beste Tutorial, was es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Dem stimme ich sowas von zu. Ich weiß, was du meinst. Aber ich will keine Textbox im Spiel. Sowas, genau, wie bei Ego Raptor. Sowas will ich, wenn überhaupt, optional nachgucken können. Aber lasst mich bitte alles selbst herausfinden. Macht es kompliziert und nicht 0815. Dann werden weniger Spiele verkauft, glaube ich. Ich glaube, das ist halt das Problem, was wir dann daran hätten. Dann werden halt einfach weniger Spiele verkauft. Dann ist der Markt nicht so groß. Dann gibt es vielleicht wieder eine Krise. Also, Lesina RPGs sind an sich auch keine echten Rollenspiele, sondern eher Abenteuerspiele. Ja, ja auch. Ja. Als Beispiel, Fallout 4 war ein gutes Spiel, aber kein gutes RPG. Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Aber ein super Spiel. Es macht so Spaß. Ist schlimm. Da viele RPG-Elemente weggefallen sind im Vergleich zu den Vorgängern. Ja, Entscheidung. Entscheidung ist ein wichtiger Punkt. Meine Frage. Sobald ich Mods lade bei Minecraft, wird bei mir Memory Usage überprüft und kackt komplett ab und ist crashed. Ich habe einen Top-Rechner. Irgendeine Lösung? Da ich selber keine Mods benutze? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sag ja nicht bar. Aber du darfst doch bar. Du bist bar. Bar. Du wolltest Pause machen? Oh Gott, stimmt, Sandra. Sandra! Ich komme, aber ich habe gehört, wie sie sich gerade was zu essen gemacht hat. Sie ist also wach und munter. Wir sehen uns dann gleich jetzt nur noch zum Abschied. Schön, dass wir den Boss noch geschafft haben. Schön, dass wir darüber geredet haben, wie lange ich gebraucht habe, weil durch das Reden, wie lange ich gebraucht habe, kam mir der Gedanke, links Bombe, rechts Duftkern. Und wegen des Duftkerns konnten wir jetzt töten. Habe auch erstmal meine Probleme bei Sekiro bei den kopflosen Gegnern gehabt. Oh, hör du mir mal auf. Ich glaube, da bin ich auch zweimal gestorben, bis ich gesagt habe, alles klar, hier sind wir zu früh, ich bin zu blöd, wir kommen später. Zum Glück, zum Glück. Flörchen, mein Liebe, schlaf herrlich, du Gute. Schlaf wundervoll. Versagen führte zum Erfolg? Ist manchmal so. Manchmal versagt man und man gibt auf. Das kenne ich bei mir. In Spielen. Manchmal versagt man und man will sich nicht eingestehen, dass der Fehler offensichtlich bei einem selber liegt, sondern an was anderen. Und dann macht man es nochmal und nochmal. Das kenne ich auch bei mir an Spielen. Und manchmal versage ich und lerne. Manchmal versage ich und lerne. Ha.
Ja. Ja gut, aber ich finde das Prinzip von Kapitalismus absolut kacke. Und Kommunismus? Also in der Welt, in der ich gerne wäre, wäre es absolut sinnvoll, wenn man sein Spiel nicht jedem zugänglich macht, sondern den Liebhabern. Dann würde es viele Spiele, glaube ich, gar nicht geben. Also mal blöd gesagt, ich glaube, dann würde es viele Spiele, die wir beide auch mögen, du und Icke, gar nicht geben. Wenn du es wirklich nur den Liebhabern zugänglich machst. Ich glaube, es wäre schwieriger dann. Ja, aber nur privat spielen. Lieber die Projekte wegen den 3 Monaten Arbeitszeit. Ja, aber nur privat spielen. Ach so, ja klar. Ja, klar. Das dürfte ich nicht zeigen, das Logo. Ist ja euer Uni-Projekt, auch wo andere Leute dran mitgearbeitet haben. Ja. So. Wir wollten Pause machen. Menschenskinder. Der Boss.